Guten Abend und herzlich willkommen zu einem weiteren Ace Attorney Phoenix Wright, Phoenix Wright Ace Attorney Stream. Beim letzten Mal haben wir den letzten regulären Fall von dem ersten Teil der Trilogie fertiggestellt. Das war der Fall um Miles Edgy Edgeworth, der angeblich jemanden umgebracht hat, dies natürlich nicht getan hat. Und ja, und das haben wir bewiesen. Und wir haben sogar bewiesen, wer seinen Vater umgebracht hat. Ich will nicht zu viel spoilern. Einfach auf YouTube subscriben oder hier einfach auf Twitch die Aufnahme angucken. Anyway. Heute gehen wir aber nicht zum zweiten Teil der Trilogie, sondern machen einen Bonusfall, der für den DS-Release dazu gepackt wurde. Ist das richtig? Ich glaube ja. Weil ursprünglich kamen, glaube ich, Phoenix Wright 1 und 2 für den Game Boy Advance in Japan raus. Und als sie dann in den Westen kamen, war der Game Boy Advance schon ein alter Hut und man hat sie stattdessen auf den Nintendo DS rausgebracht. Ich glaube zwar auch, dass es in Japan passiert, weil es war wahrscheinlich ein Re-Release, aber im Westen hat man Phoenix Wright das erste Mal auf dem DS bekommen und deswegen, ich weiß gerade gar nicht, ob der zweite Teil dadurch vielleicht auch einen Bonusfall drin hat zum Schluss. Keine Ahnung, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Und jetzt ist es erstmal noch nicht so weit. Heute machen wir den Nein. Damit komme ich in Teufelsküche. Heute fangen wir den Bonusfall vom ersten Teil an und machen vor der PlayStation Presents. Ne, nicht Presents. State of Play. Machen wir Feierabend. Die gucke ich mir nicht im Stream an, aber die gucke ich mir auf jeden Fall an und die fängt um 23 Uhr an. Das sollten wir also schaffen. Wir sollten heute unser normales Pensum durchkriegen und dann State of Play. Was ist das heute eigentlich für ein faszinierender Tag? Erst eine Nintendo Direct um 16 Uhr und danach um 23 Uhr eine PlayStation State of Play. Welche eine andere Art von Streamer hätte ich wahrscheinlich um 16 Uhr mit einem Reaction-Stream angefangen, hätte dann bis 23 Uhr durchgezockt und hätte dann eine Reaction gemacht zur State of Play. Aber darauf hatte ich keine Lust und auch keine Zeit und dementsprechend machen wir das nicht. Und stattdessen würde ich sagen, labere ich jetzt nicht lange weiter rum, sondern wir fangen einfach mal an und wir reden dann im Laufe des Spiels mal über die Nintendo Direct. Weil es war jetzt nicht meine Lieblings-Nintendo Direct, um schon mal so weit vorzuspoilern. So, Phoenix Wright, Ace Attorney, Episode 5, aus der Asche, passend zum Phoenix. Legen wir los, ich bin gespannt. Maya, nee, Mia, beide sind auf jeden Fall nicht da. Aber Maya, unsere kleine Assistentin, ist nicht da. Das ist ein bisschen traurig, aber legen wir los. So viel Action jetzt schon. Bewegte Bilder. Was? Guckt da jemand den Stil Samurai? Zwei Monate ist es nun her, dass Maya das Büro verlassen hat. Zwei Monate ohne einen einzigen Fall. Es gab Angebote, aber ich habe keines angenommen. Das heißt, bis eines Tages dieses Mädchen auftauchte.
22. Februar, 10.02 Uhr, Anwaltskanzlei Wright & Partner. Warum muss ich jeden Tag ins Büro kommen? Das frage ich mich auch manchmal. Guten Abend, Vivi. Ja, wir haben auf jeden Fall heute nur bis kurz vor 23 Uhr Schluss, weil ich will mir nachher noch die State of Play angucken. Es ist ja nicht so, als ob ich arbeiten will. Da sind Sie ja endlich! Wo waren Sie? Oh mein Gott, sie sieht so aus wie Maya! Das ist wahrscheinlich Absicht. Ich finde auch, um jetzt mal kurz reinzubrechen, ich finde, der Artstyle sieht auch ein bisschen anders aus als bei den anderen Fällen bis jetzt. Oder bilde ich mir das ein? Also es ist ja ein Bonusfall, der auf dem DS rauskam, aber ist das ein anderer Artstyle? Egal. Wo waren Sie? Die Verhandlung meiner Schwester ist morgen. Oh mein Gott, es ist... Okay, ich vermute jetzt mal, das ist eine Abwandlung von unserem Fall, wo wir Mias Tod aufklären mussten. Nur halt diesmal keine tote Schwester. Wer sind Sie? Es spielt keine Rolle, wer ich bin. Es ist nur wichtig, wer Sie sind. Sie sind der berühmte Strafverteidiger Mia Fey. Ja. Haben Sie schon mal ins Klingelschild geguckt? Oh, Sie sind nicht Mia Fey, oder? Es tut mir leid, aber Frau Mia Fey, sie arbeitet hier nicht mehr. Also, Sie sind der Praktikant? Ich bin Phoenix Wright, ein Strafverteidiger. Right, right. Moment! Sie sind der Phoenix Wright? Der Phoenix Wright vom Edgeworth-Mordfall? Ja, das ist richtig. Es war zwar nicht Edgeworth, der ermordet wurde. Das war eine Erleichterung. Sie sind besser als niemand. Raus. Sofort. Es tut mir leid. Ich befürchte, ich nehme im Moment keine Fälle an. Aber Sie sind Phoenix Wright, richtig? Ja, besser als niemand, sagt so mancher. Der ungeschlagene Strafverteidiger? Haha, das klingt schon besser. Hören Sie, ich nehme keine neuen Fälle mehr an. Es tut mir leid, aber Sie werden es anderweitig versuchen müssen. Wie bezahlst du eigentlich deine Miete und andere Rechnungen, wenn du keine Fälle mehr annimmst? Bitte! Mir läuft die Zeit davon. Aber... Bitte, Sie müssen mir helfen. Es geht um meine Schwester. Maya? Könnte es sein? Sie ist ein bisschen größer als Maya. Ich würde sagen, halben Kopf. Dafür ist der Knubbel oben halben Kopf kleiner. Na gut. Ich höre Ihnen zu. Wirklich? Vielen Dank. Ich heiße Emma. Emma Sky. Ich bin wissenschaftliche Ermittlerin. Wissenschaftliche Ermittlerin? Oh, ich bin so gespannt. Was passiert jetzt? Siehst du das? Das ist meine Anwaltsmarke. Ah, gut. Ich habe noch nie eine echte gesehen. Oh, ich liebe, dass sie immer die Brille runterklappt. Diese pinke Brille. Lieb's jetzt schon. Glaub mir. Du bist die Erste, die sich wirklich für meine interessiert. Vorrangig aus Silber. Die Goldschicht blättert etwas ab. Was? Sie hat sie analysiert. Wissenschaftlich. Es gibt keine offensichtliche Korrosion durch Sulfide. Ich würde Ihnen $50 dafür geben. Was? Nein, das ist mein... Damit weiß ich aus, dass ich nicht echter Anwalt bin. Tut mir leid, sie ist nicht zu verkaufen. Noch nicht.
Okay. Wo ich gerade mal jetzt am Starten bin. Vivi, du meintest, du hast was zur Nintendo Direct zu sagen. Dann schieß mal los. So, reden wir mal. Emma, nicht wahr? Sie sind wissenschaftliche Ermittlerin? Ja, das ist richtig. Stimmt etwas nicht? Nein, sie wirken nur etwas, naja, nervös. Oder vielleicht etwa einfach nur jung? Phoenix, du bist selber erst 23 oder 24. Jung? Ich werde dieses Jahr 16. Okay, Shinichi Kudo. Warum bist du denn eine Ermittlerin mit 16? Ah, ich verstehe. Moment, erst 16? Ich werde mit Sicherheit in 3 Jahren offiziell der Forensik zugewiesen. Man kennt meine Arbeit mittlerweile recht gut. Und das trotz meines Alters. Und was genau ist im Moment dein Posten? Nun, vom juristischen Standpunkt gesehen, ich schätze, Sie können mich eine Elftklässlerin nennen. Das klingt ungefähr richtig. Aber ich bin bereit, meine Arbeit zu tun. Und das trotz meines Alters. Toll. Schon wieder ein zukünftiger Profi in der Ausbildung. Okay, der Fall. Was steckt hinter diesem erwähnten Fall? Du sagtest, die Verhandlung sei morgen. Meine Schwester ist unschuldig. Sie würde niemanden mit einem Messer erstechen. Das würde sie nicht. Also, geht es um einen Mordfall? Das erklärt auch, warum diese Silhouette aussah wie mir. Die Schwestern wären halt meinen Schwestern, also meinen Anwaltsschwestern, ähnlich sehen. Das wird interessant. Mir ist egal, dass es einen Zeugen gibt, der sie gesehen haben will. Sie war es nicht. Ich weiß, dass sie es nicht getan hat. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Und es gibt einen Zeugen. Sprechen Sie nur mit ihr. Sie müssen mit ihr sprechen. Sicher. Das werde ich wohl tun. Ich versprach ihr, ich würde Mia Fey holen, aber... Das ist interessant. Woher könnte sie Mia kennen? Also viel zu sagen habe ich nicht. Ich habe nur 4 Spiele gesehen, die ich holen werde. Das erste Spiel ist Spy Family. Es sah so süß aus und ich liebe die Serie. Zweites Spiel ist die Tomb Raider Sammlung. Habe damals diese nie durchspielen können. Aber diesmal will ich es versuchen. Das dritte Spiel ist das Peach Game. Es interessiert mich sehr. Und das letzte Spiel ist Paper Mario. Ich habe damals es nie spielen können, wegen Konsole. Und jetzt habe ich endlich die Gelegenheit. Okay, bevor ich hier weitergehe, weil wir sind so schön an dem Punkt angekommen, wo ich das auch kommentieren kann. Das ist interessant. Mich hat tatsächlich das Spy Family Spiel so ein bisschen abgestoßen. Aus dem Grund, dass ich mich noch sehr gut an die frühen Debakel der Lizenzspiele erinnere. Und irgendwie weiß ich nicht, welches Gameplay oder was mich da locken kann. Ich mag die Serie auch, Spy Family. Hat mich aber nicht abgeholt. Mich hat aber auch die ganze Nintendo Direct ziemlich unterwältigt, weil die Nintendo Direct bestand fast ausschließlich aus Sachen, die man schon in der letzten, und damit meine ich wirklich die letzte Direct, kannte. Aus Remakes oder Re-Releases und ja, ein paar Neuigkeiten. Ich muss sagen, der Anfang mit Splatoon, den hätten sie vielleicht als Rausschmeißer nehmen können und nicht Paper Mario. Und ich muss auch sagen, ich komme mit dem Spiel nicht klar, Splatoon, weil es halt als Online-Spiel, als Multiplayer konzipiert ist und nicht als Singleplayer-Spiel, auch wenn es eine Singleplayer-Kampagne hat, aber ich mag die Ästhetik, die sie bei Splatoon immer wieder rauspacken. Ich bin da ein großer Fan und auch so von diesem Trailer wieder. Werde ich mir aber nicht holen. Ich habe mir tatsächlich auch ein paar Spiele rausgesucht, die ich spielen will. Das Peach Game tatsächlich auch, ja. Weil ich das ganz interessant finde. Dann Paper Mario auch, weil ich das nie gespielt habe. Ich hatte zwar die richtige Konsole, aber kein Interesse an Paper Mario.
Dann dieses 100 Warriors sah für mich noch sehr interessant aus. Und ich glaube, das war's dann auch erstmal. Im Privaten werde ich mal dieses F099 zocken. Ich tippe mal, das wird sowieso aktuell oder heute halb Twitch streamen. Dieses F099. Weil ich glaube, das kann als, so wie sie es vorgestellt haben, kann das, glaube ich, ähnlich einschlagen wie Tetris 99 damals. Und das habe ich geliebt. So, ich weiß aber, ich bin mal gespannt, wie die State of Play nachher wird. Da weiß ich nämlich nicht, ob die nur ein spezielles Thema haben oder ob die wie Nintendo einfach mal loslegen. Weil es könnte tatsächlich auch einfach um Spider-Man gehen. Wir werden sehen. So, machen wir weiter. Im Text. So, du willst also eine wissenschaftliche Ermittlerin werden, wenn du groß bist? Wie bitte? Ich bin kein Kind. Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen. Trotzdem ist es gut, ein Ziel zu haben, auch wenn es ein sehr ungewöhnliches ist. Hast du mir zugehört, Felix? Ich bin der Meinung, dass man Ermittlungen wissenschaftlich angehen sollte. Sie nicht? Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, sie ist das genaue Gegenteil von Mia in der Hinsicht. Mia ist ja sowas wie eine Priesterin, sie ist ein Medium, also was komplett Spirituelles und Unwissenschaftliches, und sie ist so versessen auf die Wissenschaft. Faszinierend. Ja, man kann ihr auf jeden Fall keinen mangelnden Enthusiasmus vorwerfen. Behandeln wir den Fall wissenschaftlich, wird sich ihre Unschuld erweisen. Deine Schwester? Ich habe Nachforschungen angestellt, wissen Sie? Ich entwickle eine neue wissenschaftliche Methode der Falluntersuchung. Ich werde sie Ihnen zeigen, wenn ich damit fertig bin. Oh, die Mechanik. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ich schätze, ich sollte zur Strafanstalt runtergehen und mit Ihrer Schwester sprechen. Beziehung zu mir, die ist wichtig, das wird interessant. Meine Schwester hat ausdrücklich nach ihr gefragt. Mia Fey war ein paar Jahrgänge unter ihr auf der Schule. Eine Anwältin. Wie viele Ermittlungstage hat der Fall eigentlich? Wieder drei oder ist er kürzer als die anderen Sachen? Also gingen sie mit mir auf eine Schule. Sie hatten mir immer gesagt, ich solle zu mir gehen, wenn ich einen Anwalt brauche. Und nun ja, ich brauche einen. Übrigens ist Mia eine Frau. Mia? Ja, ich fand es schon komisch, als ich sie gesehen habe. Nun ja, es ist nett, dass du deiner Schwester so hilfst. Ihr steht euch sicher nah? Oh oh, Wunderpunkt. Drei, aber dieser ist sehr lang und hat ein gutes und ein schlechtes Ende. Das schlechte Ende habe ich aufgenommen zum Nachsynchronisieren. Ja, soweit sind wir ja zum Glück noch nicht, aber wir schauen mal. Naja, tatsächlich hasse ich sie ein wenig, wenn sie so ist wie jetzt. Hä? Aber sie ist meine ganze Familie. Deine ganze Familie? Was ist mit deinen Eltern? Sie starben bei einem Autounfall, als ich klein war. Oh, das tut mir leid. Dann würde ich mal sagen, gehen wir zur Strafanstalt und schauen uns diese Schwester mal an. 22. Februar. Strafanstalt. Besucherraum. Ich frage mich, was mit Emma los ist. Sie ist plötzlich so still geworden, seit wir angekommen sind. Wache! Ich habe doch gesagt, dass ich keinen Besuch haben will. Entschuldigung. Es ist nur Ihre Schwester. Keine Ausreden. Oder wollen Sie Ihre Gehaltserhöhung in diesem Jahr nicht, Oh, no. Verstanden. Was sollte das denn? Oh, mein Gott. Hallo, Schwester. Hallo, Lana. Lana Del Rey? Komisch. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich dich explizit angewiesen habe, nicht zu kommen.
Vielleicht trügt mich meine Erinnerung. Nein, hör mir zu. Ich wollte gar nicht herkommen, okay? Aber deine Verhandlung ist morgen und du hast immer noch keinen Strafverteidiger. Oh, ist sie Polizistin? Ist sie vielleicht nicht Polizistin, aber ein hohes Tier bei der Polizei? Ich stehe morgen vor Gericht. Das hat nichts mit dir zu tun, Emma. Nicht wahr, Mr. Wright? Hey, woher kennen Sie mich? Okay, eigentlich sieht sie mir aus wie Militär, abgesehen von dem Schal. Sie hat auf jeden Fall schon Verdienste. Mia hat sie erwähnt. Ich habe so einiges erfahren. Entschuldigung, aber was genau haben Sie... Mein Name ist Lana Sky. Ich bin die Generalstaatsanwältin dieses Bezirks. Oh, shit. Warum habe ich es immer mit Staatsanwälten zu tun in meiner Verteidigung? Ich erkenne da langsam einen Trend. Sie sind Staatsanwältin? Woher haben Sie dann die Orden? Kriegen Staatsanwälte das neuerdings? Zwei Schwestern. Eine davon Anwältin. Könnte das ein Zufall sein? Emma, Lana. Ich meine, sie sind genau wie... Alles in Ordnung, Mr. Wright? Okay, ich will einen Roast kriegen. Ihre Marke sieht neu aus. Ich poliere sie täglich. In ein paar Jahren wird die Goldschicht abblättern. Dann werden wir ihre wirkliche Persönlichkeit sehen. Puh, was ist aus dem unschuldigen kleinen Gespräch geworden? Keine 3 Jahre. Dann werden wir sehen, was aus ihnen geworden ist. Okay. Warum? Das ist interessant. Ich will da irgendwie gerade Meta ran, aber ich verknöpfe mal. So, schieß mal los. Etwas sollten Sie von Anfang an wissen. Nämlich? Die Verdächtige in diesem Fall hat das Verbrechen gestanden. Was? Hä? Moment! Aber die Verdächtige bist... Bin ich. Ich habe es getan. Nun, Mr. Wright? Tja... Warum fangen wir nicht damit an, dass Sie mir genau erzählen, was passiert ist? Das Verbrechen fand gestern statt. Am 21. Februar um 17.15 Uhr. Das ist ziemlich genau. Es stand in der Zeugenaussage. Ein Zeuge sah mich das Verbrechen eindeutig begehen. Nun, das war ziemliches Pech, nicht wahr? Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Die Leiche wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Staatsanwaltschaft, hm? Im Kofferraum ihres Untergebenen? Klasse. Ich wurde auf der Stelle verhaftet. In flagranti, erwischt sozusagen. Meine Güte. Also, wer war das Opfer? Ein Ermittler des Polizeireviers. Bitte nicht Gamschuh. Ich denke, die richtige Bezeichnung ist Inspektor. Nicht Gamschuh, oder? Ein Inspektor? Tod durch Nochmal. Tod durch Blutverdunst. Er wurde einmal in den Bauch gestochen. Von Ihnen? Der Tod trat nicht sofort ein, aber die Wunde war tödlich. Ich verstehe. Gestatten Sie mir, dass ich mich wiederhole, Mr. Wright. Das Opfer war ein Inspektor. Sie wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Oh oh. Was? Mr. Wright, was bedeutet das? Nun, es bedeutet...
Die Polizei wird es als Frage der Ehre ansehen, dass man mich schuldig spricht. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende dafür tun. Je mehr ich darüber erfahre, umso schlimmer wird dieser Fall. Ja, das befürchte ich allerdings auch. So, Lana, erzähl mir mal was von deiner Musikkarriere. Sie sind also die oberste Staatsanwältin? Das ist richtig. Da haben Sie aber einen ganz schönen Sauhaufen unter sich. Ich sag nur Edgeworth oder Graf von Karma. Und wer weiß, auf wen ich noch alles stoßen werde. Ich überwache jedes Verfahren, das in diesem Bezirk verhandelt wird. Ich sorge dafür, dass die Staatsanwälte versorgt und... Ich sorge dafür, dass die Staatsanwälte versorgt sind und regle alle Fragen. Das sind kurz gesagt meine Aufgaben. Ein ziemlich umfassendes kurz gesagt. Trotzdem bin ich ein wenig überrascht. Ich hätte gedacht, dass Sie die Generalstaatsanwältin des Bezirks erkennen würden. Ja, sollte man meinen, ne? Hä? Es erscheint sogar undenkbar, dass Sie es nicht tun. Du hast eine verletzte Hand. Lana? Was ist mit deiner Hand passiert? Ach, das? Ich habe mich versehentlich geschnitten, als ich ihn erstach, genauer gesagt. Ist das ein Test? Was? Ich bin keine sonderlich geübte Verbrecherin, schätze ich. Wie soll ich in diesem Fall verteidigen? Wird Zeit, das Thema zu wechseln. Moment, sie war doch im Jahrgang über mir, oder nicht? Okay. Sie waren mit mir zusammen auf der Schule, richtig? Ein paar Stufen über ihr? Emma hat Ihnen das ebenfalls erzählt, oder? Nun ja, warum auch nicht? Ich habe ihn den ganzen Weg von seinem Büro bisher geschleift. Obwohl es aussieht, als hätte er nicht sonderlich viel mit mir gemein. Hey. Es war auf der juristischen Fakultät. Ich war im dritten Jahr und sie hat uns geprüft. Was? Ich dachte, sie war unter dir im Jahrgang. Sie war anders als die anderen Studenten. Anders? Sie war stark. Sie hätte alles getan, um Verteidigerin zu werden. Das war wohl der Grund, warum sie sich von mir angezogen fühlte. Beim letzten Mal konnte ich Edgeworth und Phoenix Wright shippen. Jetzt Lana und Mia. Es wird doch. Bitte? Intellektuell angezogen. Lana war die Beste ihrer Klasse. Das hindert mich nicht, das Ganze zu shippen. Ich war die Beste überhaupt. Oh. Ich bin übrigens auch ziemlich gut in der Schule. Es klingt etwas anders, wenn Emma das sagt. Nun, Mr. Wright? Entschuldigung? Wie Sie deutlich sehen können, gebe ich meine Schuld zu. Ich denke, es ist zulässig zu sagen, dass Sie diesen Fall auf keinen Fall annehmen können. Auf keinen Fall. Aber Lana! Du warst immer so, nicht wahr? Du denkst niemals an niemand anderen als an dich selbst. Ich weiß, dass du es nicht getan hast, Lana. Ich weiß es. Also, wie kannst du sagen, dass du wärst es gewesen? Wenn ich dich verliere, werde ich allein sein. Ich hasse dich, Lana! Mr. Wright? Ja? Ich denke, unser Gespräch ist jetzt beendet. Den Rest überlasse ich Ihnen. Meinen Sie, Sie wollen meine Dienste als Verteidiger in Anspruch nehmen? Machen Sie sich keine Sorgen. Ihr Klient hat gestanden.
Der Fall ist vorbei. Warum soll ich mir keine Sorgen machen, wenn ich der Verteidiger bin? Sicher. Ich werde alles versuchen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Lana hat das Verbrechen gestanden, ja. Aber da stimmt was nicht. Dieser Ausdruck in Emmas Augen. Da ist noch etwas anderes. Und ich werde herausfinden, was. Ich konnte den Polizisten nicht untersuchen. Tut mir leid, Mr. Wright. Hä? Was tut dir leid? Meine Schwester. Sie ist nicht immer so, wissen Sie? Ich habe nur nicht erwartet, nochmal einen Staatsanwalt zu verteidigen. Sie hat sich sehr verändert. Sie war früher so sanft, hat immer gelächelt. Jeder mochte sie. Ich verstehe. Tut mir leid, aber es fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Was ist mit ihr passiert? Ich weiß es selbst nicht genau. Ich denke, dass sie vielleicht... Nun ja, vielleicht auch nicht. Das entzieht sich wohl etwas einer wissenschaftlichen Erklärung, wie es scheint. Sollen wir uns die Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft ansehen? Okay. Okay, habe ich mit ihr noch was Neues zu bereden? Nein. Ich muss nochmal zur Strafanstalt. Oh, sie ist weg. Ich hätte ihn vorher untersuchen müssen. Diese Wache bewacht den Besucherraum. Er ist vor Angst vor der eisigen Frau Lana erstarrt. Ich wusste, da kommt noch was. Ich liebe diesen Wachmann. Also platonisch. Ich mag, dass man da schön Easter Eggs verstecken kann. Ich fühle mich selbst ein bisschen frostig. Ein Lächeln für die Kamera. Neuer Text, sonst war das immer, bitte lächeln. Okay, gehen wir zur Tiefgarage. Warum sieht das aus wie ein Labor? 22. Februar, Büro der Staatsanwaltschaft, Tiefgarage. Hier in dieser Tiefgarage ist es also passiert? Sieht aus, als würde sie immer noch ermitteln. Komisch, dass mein erster Besuch bei den Staatsanwälten auf diese Weise geschieht. Du warst noch nie hier, Phoenix? Hallo, Allemann! Arbeiten Sie weiter so gut! Hey, was sollte das denn? Nun ja, in 3 Jahren werden das meine Kollegen sein. Da kann es nicht schaden, mal Hallo zu sagen. In 3 Jahren machst du vielleicht erstmal deine Ausbildung oder ein Studium. Das kann es sehr wohl. Weißt du nicht, dass Anwälte den Tatort nicht betreten sollten? Ich versuche hier nicht zu auffällig zu sein, verstanden? Hey da! Hast du erwartet, dass ich dich, dass sie hier keiner sieht, Partner? Partner? Oh mein Gott, ich muss die Stimme ändern. Ich mach mal. Oh mein Gott. Was haben wir hier? Sieht aus, als wenn eine Bambina ausgebrochen ist und Ärger verbreitet. Die Typen sollten lernen, ihre Schäfchen an der Leine zu halten, Kumpel. Pardon? Mr. Marshall! Oh, hier war wieder Verscheiße. Marshall sieht für mich eher wie ein Sheriff aus. Für mich sieht's aus wie ein Aufschneider. Und das ist nicht mal als Wortspiel wegen dem Messer gemeint. Ich kann ihn nicht leiden. Pass auf, Kleine. Ich weiß, was du denkst. Aber hier ist der Jagdgrund von unserer Gang, okay? Jagdgrund? Unser Claim, unser Gebiet und die Goldmine sind Beweise. Wenn du dich in was einmischst, das uns gehört, wird es dir leid tun, Partner. Weißt du, was die Kakteen in der Wüste träumen? Willst du es wissen? Wovon spricht dieser Typ nur? Ist er jetzt der Ersatz für Inspektor Gumshoe? Wie geht es, Inspektor Gumshoe? Wir wissen immer noch nicht, wer das Opfer ist. Ey!
Trinken während des Dienstes ist sehr, sehr fahrlässig. Lauf nach Hause. Fröhliche Wege, Bambina. War dieser Hombre ein Freund von dir? So etwas Ähnliches, ja? Er ist ein Inspektor. Der glaubt, er wäre ein Sheriff aus dem Wilden Westen, wie es scheint. Moment, was habe ich eigentlich gerade für Sachen hergerichtet? Shit, noch gar nichts. Okay. Da liegt ein Portemonnaie. Weil da ist unser Tex-Mex verloren. Was ist das? Eine Brieftasche? Nee, sieht ehrlich gesagt mehr aus wie so ein Ausweis. Entschuldigung, Wachtmeister? Moment! Was tun Sie da, Mr. Wright? Was ich tue? Ich habe diese Brieftasche gefunden und gebe sie nur der Polizei. Das glaube ich ja nicht. Das ist die Grundregel. Alles an einem Tatort ist ein Beweisstück. Gehen wir das wissenschaftlich an, bitte. Stecken Sie sie einfach in die Tasche. Ich fühle mich dabei nicht wohl. Inwiefern ist das wissenschaftlich? Sieht mir eher nach Diebstahl aus. Und da haben wir eine weitere Verbindung zu Maya. Interessant. Brieftasche wird hastig in die Tasche gestopft. Brieftasche, aufklappbar, am Tatort gefunden. Es scheint etwas darin zu sein. Es scheint? Vielleicht guckst du mal rein, vielleicht ist ein Ausweis drin. Ich werde zur Pflicht gerufen und das in meinem Alter. Hier, ich zeige Ihnen den Trick, wie man Beweise genauer untersucht, okay? Die neue Mechanik. Wie ihre Augen blitzen. Man sieht, dass sie auf diesen Moment gewartet hat. Okay, okay. Also, sehen Sie sich die Gerichtsakte an. Okay. Sie müssen sicherstellen, dass Sie das Beweismittel von allen Seiten genau ansehen. Gut, untersuchen Sie es nun. Aus jeder Richtung. Oh mein Gott, das ist wie bei L.A. Noir. Aha, da blitzt doch schon was raus. Oh, sehen Sie! Da könnte ein Hinweis sein. Sie sollten ihn sich ansehen mit dem A-Knopf, okay? Mit dem A-Knopf. Das ist ein Ausweis. Ja, und man kann sogar ein bisschen die geblurrten Schriften, Sachen machen. Die haben sie auch übersetzt. Oh, das finde ich, ist ein schönes Detail. Da steht Inspektor Bruce Goodman? Bruce Goodman. Dann ist das darunter entweder eine Personalnummer, aber es sieht mehr aus wie ein Strichcode. Und dann die Polizeibehörde. Ich mag das Logo der Polizeibehörde. Bruce Goodman ist hoffentlich unser Mordopfer. Nicht, weil ich ihm den Tod wünsche, sondern weil ich mir wünsche, dass es Gamschu gut geht. Inspektor Bruce Goodman, Ausweisnummer 5842189. Ja, ich hätte, glaube, wenn ich mich angeschrieben hätte, hätte ich das sogar lesen können. Interessant. Sehen Sie? Nun, ist die wissenschaftliche Untersuchung nicht nützlich? Ich schätze schon. Auch wenn ich nicht weiß, was daran Wissenschaft ist. Ja, es wirkt mehr wie gesunder Menschenverstand und ich wünschte mir, dass das vorher schon gegangen wäre. Polizeiausweis, gefunden am Tatort, Büro der Staatsanwaltschaft. Goodmans Ausweis zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich finde es faszinierend, dass uns noch keiner gesagt hat, wer das Opfer ist. Untersuchen wir jedes Beweisstück, das wir finden. Oh nein. Ich schätze, ich muss von jetzt an auf der Hut sein. Ja, weil du den Ausweis eines Polizisten hast, nehme ich mal an. So, was haben wir hier? Knöpfchen. Hier verlassen die Autos die Garage. Der Pfeil auf dem Boden lässt es eher als Eingang erscheinen. Was ist denn heute los? Wovon reden Sie da? Das ist eindeutig eine Ausfahrt. Oh nein. Und du willst das wirklich beruflich machen? Ich meine, es gibt noch andere schöne Berufe. Tischler zum Beispiel.
Oder Schweißer. Krankenpflege würde ich dir nicht empfehlen, wenn du Ausgang von Eingang nicht unterscheiden kannst. Wie wär's mit einem Bürojob? Da kann man keine Menschen gefährden. Zumindest nicht unmittelbar. Vielleicht ist es beides. So eine Art Doppelnutzung? Aha! Die Relativitätstheorie. Oh nein. Was? Das muss ich mir aufschreiben. Ah! Hey, hey, Mr. Wright! Vielleicht wissen Sie, ob Herr Relativität ein Deutscher war? Oder ein Brite? Du meinst Einstein. Herr Relativität? Bist du sicher, dass das sein Name war? Phoenix, warum hast du sie nicht verbessert? Kennst du etwa Herrn Einstein nicht? Aha, eine Leiter. Das ist eine Trittleiter. Nein, das ist eine Leiter. Eine Trittleiter ist meines Wissens nach ein kleines Ding mit 2 bis 3 Stufen. Wo ist da der Unterschied? Wissenschaftlich gesprochen, bitte? Wissenschaftlich? Betrachten Sie die grundsätzliche Natur der Dinge, Herr Mr. Wright. Das alles kommt mir irgendwie so schrecklich bekannt vor. Ja, stimmt. War da nicht auch mit Maya mal so eine Diskussion über eine Trittleiter? Mein Telefon. Hier, ein Telefon. Mal sehen, ob es funktioniert. Hey, fass nichts an, was wir nicht anfassen müssen. Ich kann nichts hören. Meine Ohren. Nein, meine Ohren. Vielleicht wegen des Luftdrucks? Was plappert sie da? Hey, was sagten sie gerade? Siehst du, du hörst sehr gut. Das Telefon ist kaputt. Der Luftdruck in der Tiefgarage. Ich geb dir gleich Luftdruck. Diese Wand steht uns im Weg. Es ist ein Wasserkran daran. Ein Wasserkran? Ich glaube, das ist ein Tippfehler. Die meinen Wasserhahn, oder? Weil ich sehe einen Wasserhahn. Es ist ein Wasserhahn daran. Nee, wir sprechen jetzt mal Wasserkran. Vielleicht kommt er der Auflösung. Es ist ein Wasserkran daran. Moment, ich habe eine Idee. Diese Wand ist nur eine Fassade, hinter der sich die Wahrheit verbirgt. Das ist keine Wand, das ist ein Wassertank. Ich verstehe nicht, warum das einen Unterschied machen sollte. Und ich weiß nicht, ob das Mädchen weiß, dass es sowas wie Wasserleitungen gibt. Okay, die ist ja noch verrückter als Mia. Maya meine ich. Ein Ölfass. Das ist anscheinend mit Wasser gefüllt. Ist schwer. Ich kann es nicht mal verschieben. Du kannst es aber bestimmt rollen. Das Fass hier liegt auf der Seite. Moment, ich weiß. Ich werde mich hier verstecken und mich auf die Lauer legen. Wahrscheinlich wirst du nur verhaftet. Wahrscheinlich muss sie sich dafür nicht mal in dem Fass verstecken. Was? Ich bin nicht verdächtig. Moment, ist das Blau etwa flüstern? Ich dachte, das sind meine Gedanken. Ich habe immer gedacht, das sind meine Gedanken. So. Oh, das ist ein schickes Auto. Ist das ein Walkman? Nee, ist ein Diktiergerät wahrscheinlich. Könnte aber auch ein Walkman sein. Nee, es ist ein Handy. Es ist ein Klapp-Handy. Nun, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Suchen wir nach Hinweisen. Ich frage mich, was das hier ist. Tja, Partner. Sieht aus, als wenn du nicht stillschweigend gehen willst. Der Sheriff. Ich habe doch schon gesagt, das ist unser Claim. Ihr verzieht euch besser. Es sei denn, ihr wollt eine Kugel kassieren. Ich bin mir ziemlich sicher, das darfst du mir als Polizist gar nicht androhen. Puh, erschreckend. Könnten Sie uns nur eines sagen? Wem gehört dieses Auto? Sieh an. Die kleine Ballerina hat eine gute Spürnase. Du willst wissen, wer den roten Mustang mit der Leiche im Sattel reitet? Bitte,
Kein Problem, Püppchen. Ist sowieso Zeit für den Proviant. Schaff deinen Hintern in den Saloon im 12. Stock des Büros des Goldschürfer, der Goldschürfer. Da findest du sicher ein Cerveza, das dir schmeckt. Oh boy. Büro der Goldschürfer? Wo glaubt dieser Typ zu sein? Und wann vor allem? Ich nehme mal an, es liegt an dem Zeug, was er da in seinem Flachmann hat. Muss sehr hochprozentig sein. So hochprozentig, dass es ihn scheinbar nicht blind macht, aber sein Gehirn schädigt. Memo an mich. Proviant. Saloon. Cerveza. Nachschlagen. Okay, Cerveza von mir aus. Aber Saloon? Und Proviant? Vielleicht sollten wir uns Raum 1202 anschauen. Das Büro des Oberstaatsanwalts. Ich hätte mir gerne das noch angeguckt, aber okay. Haltet euch auf jeden Fall von dem Wagen fern. Ihr könnt auskundschaften, was ihr wollt, aber bleibt von meinem Claim weg. Sicher. Großartig. Großartig! Vielleicht gibt es noch Hinweise, Mr. Wright. Schauen wir uns um. Entschuldigung. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Uns? Oh, verdammt! Entschuldigung, war komplett falsch. Okay, okay. Entschuldigung. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Was soll das? Sie kann doch nicht wirklich... Sie verkaufen Lunchboxen? Hier? Das ist ein Tatort. Hallo. Halb und halb, nicht wahr? Oh, danke. Und Sie? Ja. Oh, das sieht geil aus. Ich mochte schon halb und halb, aber das sieht geil aus. Etwas Knuspriges. Etwas knusprige Güte für Sie. Danke. Interessante Geschäftsidee. Bis jetzt ist es noch keine Geschäftsidee, sie hat kein Geld verlangt. Dieser Bereich ist nur mit Genehmigung zu betreten. Vor allem nicht von Passanten. Oder sind Sie Polizisten? Nein, aber Sie... Sie sehen nicht eben wie jemand aus, der eine Genehmigung besitzt. Also, das ist wohl kaum eine angemessene Begrüßung. Auch wenn meine Tage als Ausspuckkönigin vorbei sind. Pardon? Ausspuck? Hä? Ich bin ziemlich satt. Vielleicht verzichte ich auf das Mittagessen. Ich stehe mit diesem Fall in enger Verbindung, wissen Sie? Diese Bilder haben sich mir in die Augen gebrannt, könnte man sagen. Oh, du bist die Zeugin. Ja, all die schrecklichen Geheimnisse. Geheimnisse? Meine Güte, ihr seid nicht die Schnellsten, oder? Ich meine den Mord. Das Erstechen dieses Inspektors. Was? Oh, wie sich hier halt wirklich die... Ich habe wirklich das Gefühl, es kann Einbildung sein, weil eigentlich dürfte das nicht sein, weil es ist ja ein Remake, die Trilogie. Aber ich könnte schwören, auch die Animation und die Grafik sind etwas anders als in den anderen Fällen, in den regulären Fällen des Falls. Der Artstyle wirkt ein bisschen cleaner. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig sagen kann, ob das so passt, aber er wirkt ein bisschen aufwendiger. Das auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob das Einbildung ist. Ein Zeuge hat mich die Tat begehen sehen. Dann sind Sie die Zeugin, über die meine Schwester gesprochen hat? Bitte, Ausspuckkönigin, sagen Sie uns... Ach, verdammt! Bitte, Ausspuckkönigin, sagen Sie uns, was passiert ist. Mein Name ist Angel Star. Merkt euch das?
Sie war's. Und wahrscheinlich... Nee. Darüber kann ich noch nichts sagen. Aber... Ja, sie steckt da zumindest mit drin. Sie ist wie die Katzenlady aus dem ersten Fall. Und ich mag ihren Würstchen... Tintenfisch. Oder ihr liegt wimmernd vor mir am Boden, bevor ihr euch versieht. Oh mein Gott, sie will uns vergiften. Diese Boxen sind vergiftet. Wir werden alle sterben. Ja. Ja, die meint es ernst. Ich will jetzt nicht jedem bei der Anwaltsmarke zeigen, aber wir zeigen ihr gar nichts. Der Fall. Irgendwie wusste ich es. Gestern war ein Tag des Schicksals. Ich wusste, dass etwas passieren würde. So wie ich weiß, dass an jedem Freitag des Tages Menü Lachs ist. Schicksal? War gestern aus irgendeinem Grund ein besonderer Tag? Sie sind ein Strafverteidiger, oder? Dann sollten Sie das wissen. Sie sollten die bösen Missetaten in diesem Hort der Ungerechtigkeit kennen. Böse Missetaten? Staatsanwälte, Sie haben keine Scheu, den Namen Unschuldiger zu besudeln. Okay, jetzt hätten wir schon ein Motiv für Sie. Rache. Und gestern haben Sie dem Bösesten unter Ihnen Tribut gezollt. Sie gaben ihm den Preis des Staatsanwalts des Jahres. Was für eine Farce. Sie sagt also... Es gab gestern eine Art von Staatsanwaltsversammlung? Ich war versucht, ihr Mittagessen mit etwas Schlechtem zu benetzen. Oh no. Sie wird uns alle vergiften. Mädchen, du darfst nichts von ihr essen. Schmeiß das Bento mit dem halb und halb ungeöffnet weg. Ich weiß, Essen soll man nicht wegschmeißen. Aber man kann auch keine vergifteten Nahrungsmittel zu sich nehmen. Also kann man schon. Einmal. Haben Sie persönlich etwas gegen Staatsanwälte? Oder gibt es einen wissenschaftlichen Beweis, dass Sie, böse sind? Junge Frau, es ist gefährlich, mich zu verspotten. Sie werden bald herausfinden, warum man mich die Ausspuckkönigin nennt. Oh! Der Schlimmste unter den Bösen, der, den man gestern ehrte, war Edgeworth. In seinem Auto fand man die Leiche... Oh, es war nicht Edgeworth. Ein Beweis, dass er das böseste Mittagessen verschlingt? Wirklich? Wirklich was? Ich bin völlig verwirrt. Eins ist klar, diese Essensdame hat etwas gegen Staatsanwälte. Ja, offensichtlich. Und ich muss unbedingt wissen, warum man sie die Ausspruchkönigin nennt. Mir fallen dafür nur zwei, vielleicht drei Gründe ein. Und einer davon ist vergiftetes Essen. Was sahen Sie? Also, was genau haben Sie mit angesehen, Frau Star? Miss Star. Es war ein faszinierendes Schauspiel, das ist sicher. Jetzt glaube ich zu verstehen, was mit die Rache einer Frau gemeint ist. Zu sehen, wie Lana Sky das Messer so führt. Ihr Messer zerschnitt sein Fleisch. Nein, zerteilte seine Seele. Ach ja, stimmt, es sollte ja ihr Untergebener sein. Also das heißt, es könnte Edgeworths Wagen sein. Ich würde Edgeworths zutrauen, so einen Wagen zu fahren. Ein wirklich sehenswertes Bild. Sie meinen, Sie sahen das eigentliche Verbrechen? Das Geräusch der silbernen Fäden, die ihn an die Welt binden, grausam durchtrennt. Und das rhythmische Schlagen von Lana Skys Messer. Moment mal. Sie kennen Lana Sky? Natürlich. Ein Heldenstück. Generalstaatsanwältin zu werden. Wie viele Henkelmänner der Sünde sie auf ihrem Weg gefüllt hat, frage ich mich. Henkelmänner? Was ist ein Henkelmann? Sie
reist immer mit leichtem Gepäck. Warum kennt diese hübsche Essensdame den Namen der Generalstaatsanwältin? Angel. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit der Stimme von Angel. Können wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Person stellen, Frau Star? Ich komme jeden Tag hierher, um Mittagessen zu verkaufen. Ich imponiere nur der frischesten und besten aus dem Fernen Osten. Aus irgendeinem Grund sind Mittagessen in der Box doch der große Renner. Warum machen Sie denn das Essen nicht lieber hier, statt es zu importieren? Ich hoffe, sie kocht es hier. Sie importiert hoffentlich nur die Zutaten. Haben Sie etwas gesagt? Nein. Nur echte Genießer können das verstehen. Die bereits General Tso's Trilobite Lunchbox probiert haben. Das ist kein Trilobite. Kein Trilobite. Das ist ein Fisch. Ich kann nicht. Sie haben gewonnen. Ich will nicht mal wissen, wie so ein Trilobite schmecken könnte. Es war ein Fisch. Der hatte eine eindeutige Fischflosse hinten dran. Es war einfach nur ein aufgeschnittener Fisch. Egal, auf jeden Fall komme ich jeden Tag her, um Essen zu verkaufen. Mein Freund arbeitet hier im Wachraum des Büros der Staatsanwaltschaft. Ihr Freund? Sehen Sie den Wachraum dort drüben? Die verglaste Bucht? Ich verkaufe mein Essen und wenn ich schon mal da bin, schaue ich bei ihm vorbei. Da du schon mal da bist, anscheinend ist dir das Geschäft wichtiger als Liebe. Ja, offensichtlich. Aber nicht anders zu erwarten von der Ausspuckkönigin. Um nun die bisher verfügbaren Daten wissenschaftlich zu analysieren. Oh, ich mag das Gesicht gerade, diesen Gesichtsausdruck. Ich bin Fan. Sie ist keine Maya, aber nah dran. Sie, Mister, sind eine Essensverkäuferin mit einem anderen Grund hier zu sein. Nützliche Analyse. Staatsanwaltschaft. Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Staatsanwälten gemacht, Mister? Ich spüre eine leichte Feindseligkeit. Feindseligkeit? Vielleicht. Staatsanwälte sind alle gleich. Je höher sie steigen, umso schlimmer stinken sie. Wie 10 Jahre alte Muscheln in der Suppe. Ich frage mich, ob Miss Star in der Vergangenheit Ärger mit dem Gesetz hatte. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das wäre ein klarer Fall von Lebensmittelvergiftung, wissenschaftlich gesehen. Ich meine, jetzt reden Sie wie die Ausspuckkönigin. Ich dachte, sie wäre nur eine Essensverkäuferin. Aber jetzt bin ich da nicht mehr so sicher. Okay. Kann ich hier noch was untersuchen? Nee, ich darf nicht mehr zur anderen Seite. Gut. Dann schau mal die Tür. Sehen Sie, eine Tür! Das muss etwas bedeuten. Ja, dass hier Menschen rein und raus gehen. Ich bin nicht sicher, dass Türen etwas bedeuten. Nein! Sie geht nicht auf! Ein mysteriöses Schloss! Verstehe nicht, Ich verstehe nicht, was daran mysteriös sein soll. Mr. Wright, Sie müssen lernen, das Leben zu genießen. Vorher sollten wir aber unsere Untersuchung abschließen, okay? Okay, da... Ach, ich habe mich kurz erschreckt. Huh. Dann gehen wir wohl... zum Büro des Oberstaatsanwalts. Oh, der Stil Samurai ist wieder da. Was ist das für ein Anzug? Oh no. Von Karma ist im Knast, oder? Von Karma müsste im Knast sein. Ist es vielleicht doch Edgeworth? Aber Edgeworth hatte nie so einen komischen Flatterkragen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä,
Haben wir irgendwie Tee trinken sehen? Egal, lassen wir uns überraschen. Dieser Anzug ist in einem anderen Spielteil von Bedeutung. Aber das kommt leider nicht für die PS5-Version raus. Das ist auch die Switch-Version. Ha! Entschuldigung. Das kommt leider nicht für die PS5-Version raus. Du meinst aber jetzt, also ist es nicht die Phoenix Wright-Trilogie, auch nicht für die Switch generell das Spiel. Nein. Ist es denn Teil der Phoenix, dieses Phoenix Wright-Universums? Jetzt bin ich kurz neugierig. Ja, ist es. Also es ist nicht Phoenix Wright. Dann bleibt ja eigentlich nur noch Alpollo. Ich vergesse immer wieder, wie er ganz heißt. Alpollo, Und ich glaube, war da nicht irgendwas, dass es nächstes Jahr potenziell rauskommt? Und dann ist ja schon vorhanden diese Überschneidung von Phoenix Wright und Sherlock Holmes. Was aber leider nur englischen Text hat und deswegen für den Stream nicht geeignet ist. So, machen wir mal weiter. 22. Februar. Büro des Oberstaatsanwalts. Zimmer 1202. Dies ist eines dieser Zimmer, die für mich rufen. Ich bin gut in meinem Job. Ein ziemlicher Unterschied zu Ihrem Büro. Hey. Danke. Sehen Sie hier. Da steht eine Trophäe oder etwas ähnliches. Soll die so aussehen oder ist da was abgebrochen? Eine Trophäe? Was? Dieser Schild? Man muss schon Mumm haben, so etwas auszustellen. Der sieht eigentlich nicht aus, also nicht aus, als hätte man ihn ausgestellt, sondern einfach hingefeuert. Das Spiel heißt Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations? Ist das ein Spin-off? Ist das ein vollständiges Spiel? Huh. Yep, man spielt Miles. Warum nennst du ihn Miles? Es ist Edgeworth. Edgy. Edgy Edgeworth. Das ist ein vollständiges Spiel. Oh, das klingt nicht wie ein vollständiges Spiel. Aber es ist ein Spin-off. Vielleicht kommt es irgendwann noch. Oder vielleicht packen sie es bei Apollo rein. Keine Ahnung. Man muss schon Mumm haben, so etwas auszustellen. Der Besitzer dieses Büros muss ein ziemlich verklemmter Idiot sein. Es ist Edgeworth. Hey, Mr. Phoenix Wright. Sie haben wohl nie genug davon, sich in anderer Leute Angelegenheiten einzumischen. Diese Stimme. Ich wusste es. Er hat doch diesen Kragen. Ich hätte schwören können, er hatte ein offenes Hemd. Aber so irrt man sich. Lange nicht gesehen, Edgeworth. Du bist Fan vom Stil Samurai? Und du fährst ein rotes Auto? Einen roten Sportwagen? Hä? Ah! Mr. Edgeworth! Du kennst ihn? Natürlich! Ich bin sein größter Fan! Tut mir leid. Ich kann deine Schwester nicht mehr verteidigen. Es gibt da einen Interessenskonflikt. Meine Schwester hat uns einmal bekannt gemacht und... Richtig. Ihre Schwester war ja immerhin die Generalstaatsanwältin. Nun, was treibt sie her? Ich muss sie warnen. Man kennt mich als ziemlich verklemmten Idioten. Er hat sie gehört. Nein, habe ich... Nein! Das war nur Mr. Wright hier. Er... Hey, schieb's nicht auf mich. Wir sind nur hier, um einen Mordfall zu untersuchen. Mord? Von mir fällt gerade auf, das ist der zweite Mord, den man dir versucht, die Schuhe zu schieben. War die Leiche in deinem Kofferraum. Eine Leiche wurde in diesem schrecklichen roten Sportwagen in der Parkgarage gefunden. Ja, gib's ihm. Das wäre dann
Mein Auto. Was ist damit? Was ist mit diesem Gesichtsausdruck? Was? Ihr Auto? Man muss zugeben, sie kann wirklich gut schreien. Und gut Fettnäpfchen treffen. 2 von 2. Als nächstes sagt sie wohl, der Stil Samurai ist scheiße. Wir untersuchen dieses ganze Büro. Können wir mal über das Schachbrett sprechen? Was ist das? Der kann kein Schach spielen. Soll dieser blaue Bauer, soll das Phoenix Wright sein? Und der Rest sind die Staatsanwälte, die er am liebsten auf mich hetzen würde? Oh, habe ich es echt erraten? Oh, super. Hey, ein Schachbrett. Ich interessiere mich nicht für Schach, aber es sieht aus, als würde es knapp für Blau. Die roten Springer haben den blauen Bauern umzingelt. Hä? Diese Pferde sind berittene Krieger. Ihre Schwerter haben wirklich scharfe Kanten. Und sehen Sie sich diesen armen Bauern an. Sein spitzer Kopf erinnert mich an Sie. Oh no. Mr. Edgeworth muss ein guter Schachspieler sein. Was ist los, Mr. Wright? Er hätte mir wenigstens den Turm geben können. Kanten. Umzingeln einen Bauern mit stacheligem Haar. Nee. Nichts dabei. Nee. Oh Gott. Dass er mich so hasst. Die waren auf jeden Fall mal zusammen. Das ist nicht gut ausgegangen und deswegen hasst er Phoenix Wright so. Obwohl ich ihn vom Knast bewahrt habe und aufgeklärt hat, wer seinen Vater getötet hat. Moment, selbst ein Blumenstrauß hat einen Kragen? Okay, wir gucken das alles durch. Boah, das sind alles Fallakten? Sind bis unter die Decke gestapelt. Es gibt sogar eine Leiter. Seltsam. Ich dachte, Edgeworth hätte Höhenangst. Er muss sie sich von jemandem herunterholen lassen. Ach ja, sein Neuer. Seltsam. Warum kommt mir da gerade Inspektor Gumshoe in den Sinn? Wir wissen immer noch nicht, wie es Gumshoe geht. Ich hoffe, ihm geht's gut. Er muss diese Akten sehr gründlich studieren. Er ist so cool. Das würdest du nicht sagen, wenn du ihn auf dieser Leiter hättest schwitzen sehen. Oh, süß. Was für ein hübsches Teeservice. Ich hätte mich eher an Teebeutel... Ja, und trotzdem musst du Tassen benutzen. Und eine Kanne kannst du da auch verwenden. Ich trinke auch gerne Beuteltee. Tee aus Teebeuteln. Zwar auch losen Tee, aber mehr Vielfalt kriegt man schneller über Teebeutel. Anyway, wir schweifen ab. Das heißt, egal. Wahnsinn! Die Schublade darunter ist mit Teeblattpaketen gefüllt. Sie sind nach Herkunftsort und Geschmack sortiert. Sehen Sie sich diese Royalmischung an. Was für eine großartige Mischung. Man kann sein Hobby auch zu weit treiben. Boah! Was für ein Ausblick! Muss nett sein, ein Büro im 12. Stock zu besitzen. Ich schätze, da fühlt man sich richtig. Übrigens, wenn man aus diesem Fenster springen würde, betrüge die Zeit bis zum Aufprall. Ich hab's. Ungefähr 3,23 Sekunden. Ja, das ist praktisch zu wissen. Oh. Der heimliche Star der Phoenix Wright-Reihe. Ich nehme an, der Stil Samurai wird auch in den anderen Teilen immer wieder mal als Easter Egg auftauchen. Uiuiuiuiui, was für ein schöner Strauß. Genau richtig für Mr. Edgeworth. Ich habe den Stil Samurai angeklickt. Aber echt? Hey, da steckt eine Karte drin. Zurück von den Toten. Wendy. Wer ist Wendy? Wendy? Den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Habe ich? Huh. Und hier, daneben,
Ein riesiger Stil-Samurai. Boah, ich will so einen. Was ja ganz gut. Mit Wendy? Oder mit dem Stil-Samurai? Wendy, kennst du? Ich kenne Wendy? Oh no! War das Mrs. Oldbag? Ich bin gerade alle durchgegangen und sie hat doch mit Edgeworth geflirtet. Und ich wünschte, Maya würde diesen Stil-Samurai sehen. Boah, ich will auch so einen. Hä? Da ist etwas unter seinem Fuß geschrieben. Zwischen allen Stühlen. Wendy. Okay, es muss Oldbag sein. Wendy, ist das Mr. Edgeworths Verlobte? Ich hoffe nicht. Und irgendwie glaube ich ja, ist er gerade mit Gumshoe zusammen. Aber das kann ich mir auch einbilden. Ach, Quatsch. Ich und mir Sachen einbilden. Seine Verlobte. Ich hoffe nicht. Oh mein Gott, das ist Oldbag. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. So. Gucken wir uns diesen fancy Anzug an, oder? Haben wir noch was anderes? Wir hätten nur seinen Schreibtisch. Der kommt natürlich zum Schluss. Hier, komm, fancy Anzug. Wow, dieses Hemd ist sogar noch stärker verziert als seine üblichen. Das muss sein Glückshemd fürs Gericht sein. Das hat er da noch nie getragen, oder? Glückshemd. Sicher. Ich habe ihn noch nie darin gesehen. Das würde erklären, warum er immer gegen uns verliert. Ich bin sicher, es gibt eine Geschichte dazu, warum es in einem Rahmen hängt. Oh, dann ist dieses Miles Edgeworth-Ding wahrscheinlich ein Prequel? Vielleicht bin ich frech und schieße ein Foto. Sie ist viel zu aufgeregt deswegen. Genau, also genau meinst du, es ist ein Prequel, nehme ich mal an. Spannend. Der Aufstieg des Edgeworths sozusagen. Dann taucht da Felix Wright wahrscheinlich maximal als Easter Egg auf. Gut, gucken wir uns den Preis an. Ich frage mich, was zur Hölle ist das? Es steht ein großes K drauf. Ja, für Kakadu. Oder Quasselkopf. Oder korrupt. Der Staatsanwälte. Hä? Was war das? Es ist die Trophäe des Königs der Staatsanwälte. Oh ja. Und warum bist du da nicht stolzer drauf? Warum guckst du wieder 7 Tage Regenwetter? König der Staatsanwälte? Eine große Ehre. Sie schicken sie jedes Jahr dem besten Staatsanwalt. Ja, und warum guckst du dann so komisch? Was? Und? Das K, es... K steht für König? Ja, macht doch Sinn. Ich sehe da jetzt gerade keinen Fehler. Ja, haben Sie ein Problem damit? Irgendwas stimmt hier nicht. Er ist ziemlich sauer. Ich habe das Ding nicht entworfen. König der Staatsanwälte. Sowas wie Arbeiter des Monats. Nur besser. Trophäe, König der Staatsanwälte, zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ja, so kann man natürlich auch zu einer Trophäe kommen, Phoenix Wright. Stellst du die dir jetzt in dein Büro und behauptest, das steht für Könner, für Klasse Anwalt, für Kapitän der Strafverteidiger-Fußballmannschaft? Trophäe König der Staatsanwälte an Edgeworth, den König der Staatsanwälte, am Mordtag im Polizeirevier verliehen. Warum ist das ein
Okay, wir können es nochmal anklicken, das wird spaßig. Das ist also der Schild des Königs der Staatsanwälte. Gut gemacht, Edgeworth. Sie müssen stolz auf sich sein als König der Staatsanwälte. Glückwunsch, König der Staatsanwälte. Bitte hören Sie auf, das zu sagen. Nochmal. Bitte hören Sie auf, das zu sagen. Das erklärt aber eines immer noch nicht. Warum ist die Spitze des Schilds abgebrochen? Ah, also kein Designfehler. Oh, ist er deswegen sauer, weil seine Trophäe kaputt ist? Oder hat er dieses Mal wirklich einen Mord begangen? Okay, gucken wir uns seine Besetzungscouch an. Mr. Edgeworth hat ein so bequemes Sofa. Ehrlich gesagt, sieht es nicht so bequem aus. Man kann sich nicht mal ordentlich hinlegen, weil diese Holzlehnen sind schrecklich unbequem. Habe ich gehört. Auf Sofas wie diesem möchte ich mich zusammenrollen und ein Nickerchen halten. Ich nicht. Sieht auch eher schmal dafür aus. Ich wette, hier liest er bis in die Morgenstunde in seinen Akten. Ist klar. Dann zieht er sein Jackett aus, krempelt die Ärmel hoch und schläft ein, wobei er seine Arme als Kissen benutzt. Klar. Ich glaube es ja nicht. Sie hat einen Tagtraum vom Arbeiten in Edgeworth. Ich wette, morgens hat er eine Sofafrisur und Abdrücke von den Nähten auf der Wange. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Er ist so cool. Eine Sofafrisur ist cool? So. Ein Schreibtisch. Ziemlich ordentlich, wie zu erwarten war. Was für ein schöner Schreibtisch. Leicht zu nutzen und gefällig. Was? Leicht zu nutzen und gefällig? So gut poliert, dass ich mein Spiegelbild darin sehen kann. Ja, so viel zu seiner Verlobten. Seltsam, warum kommt mir da gerade Inspektor Gumshoe in den Sinn? Ich hoffe, Gumshoe geht's gut. Vielleicht nehme ich mir dieses Namensschild als Souvenir mit. Hörst du auf, Sachen zu klauen? Nicht. Er wird dich verklagen. Haben wir sonst noch irgendwas? Ne, wir sind fertig hier, ne? Kann ich das eigentlich untersuchen? Ich kann! Oh mein Gott, es ist eine Faust. Warum ist das eine Faust? Moment. Hey, sehen Sie mal. Das ist eine Metallplatte. Sieht aus, als seien alle bisherigen Empfänger darauf eingraviert. Wow, da ist jemand mehrmals aufgelistet. Von Karma. Von Karma. Ich schätze, er muss Ausländer sein? Ja, wahrscheinlich. Zumindest ist er ein ziemliches Arschloch. Also das Arsch stimmt schon mal. Oh ja, das stimmt wohl. Nun, wo er auch herkommt, er ist bestimmt ein toller Staatsanwalt. Wahr. Ein Staatsanwalt. Toll? Glaube nicht. Ich würde diesen Herrn von Karma gern mal kennenlernen. Sprech mit deiner Schwester, die sitzt auch gerade im Knast. Die kann euch bestimmt vorstellen. Wenn sie den Namen sagt, klingt das so... Sonst noch was? Hui. Es ist eine verdammte Faust. Eine Faust. Aber wo ist das abgebrochene Stück? Kann ich meine Marke eigentlich untersuchen? Ich kann meine Marke untersuchen. Moment, warum hat die eine Schraube? Ich dachte, die stecke ich mir an. Warum hat das Ding eine Schraube? Ich dachte, das stecke ich mir halt an wie so eine Marke, wie so ein Pin.
So sieht die Marke also von hinten aus. Und ich dachte immer, da wäre eine Sicherheitsnadel. Genau mein Gedanke. Jede Marke hat eine Nummer auf der Rückseite. So kann man schnell feststellen, welchem Anwalt sie gehört. Sie meinen, Sie können die Marke an niemanden verleihen? Nein, das würde sofort ans Licht kommen. Nun, das ist echt kein Spaß. Ich frage mich, ob die Zahl irgendeine Bedeutung hat. Also ist auf jeden Fall ein schöner Bonus-Content für den DLC. Quatsch, nicht für den DLC, für den Bonus-Content. 26381. Aber warum ist da eine Schraube dran? Das macht gar keinen Sinn. Egal. Hatte ich den noch weiter untersucht? Ach ja, doch, den hatten wir schon fertig, ne? Ja, doch, hatte ich mich. Ich frage mich, ob die Kennung immer eine Zahl sein muss. Was denn sonst? Buchstaben natürlich. Sie sind immerhin der Hauptgrund, dass es die Schrift gibt. Stimmt. Inspektor Bruce Goodman, Nummer YABADAB. Jabadab. Moment. Nee, es gibt keinen D-Knopf. Ich wollte gerade sagen, vielleicht passiert was, wenn man das eigentlich. Aber es gibt keinen D-Knopf. Verstehen Sie? Wäre das nicht besser? YABADAB? Nun, das hat was. Meine Rede! Es ist echt schnell zu erheitern. Gut, okay, wir haben nichts weiter zu untersuchen. Dann reden wir mal mit unserem Lieblingsstaatsanwalt. Mit dem König der Staatsanwälte. Euer Majestät. Der Fall. Die Leiche wurde also in Ihrem Wagen gefunden? Machen Sie schon. Sagen Sie es, Wright. Sie glauben, ich hätte es getan, nicht wahr? Warum ist er heute so stinkig? Und das, nachdem Sie mir im letzten Jahr so aus dem Schlamassel geholfen haben? Oh, er lächelt. Er denkt an unsere gemeinsame Vergangenheit zurück. Er liebt Phoenix noch immer. Nein, wir glauben nicht, dass Sie es getan haben. Ich meine, es war meine Schwester, die ihn erstochen hat. Das ist nicht hilfreich. Oh, Moment, nein, sie hat es nicht getan. Ich meine... Ein Moment. Sie sind also die kleine Schwester der obersten Staatsanwältin? Ja, Sir. Emma Sky. Es ist eine Freude, Sie wiederzusehen. Na, das klingt ja jetzt mal überhaupt nicht gezwungen. Jetzt erinnere ich mich. Sie sind wirklich groß geworden. Ich muss zugeben, dass mich das auch überrascht hat. Dass mein eigener Wagen mal eine Rolle in einem Mordfall spielen würde. Vor allem der Kofferraum. Ich hätte ja bei dir erwartet, dass es die Motorhaube ist, aber okay. Und noch überraschender. Jetzt muss ich meine Vorgesetzte der Schuld überführen. Wir treten also gegen Edgeworth an. Der guten alten Zeiten wegen. Okay. Ich kann nicht verstehen. Ich kann verstehen. Moment. Was sagten Sie gerade? Lana Sky ist die Generalstaatsanwältin. Die Chefin des Bezirks. Ja, ist da kein Interessenkonflikt? Sie kann sich nicht selbst anklagen. Darum werde ich morgen der Staatsanwalt sein. Sie? Miss Edgeworth? Edgy. Um ehrlich zu sein, es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch hier bin. Ja, das hast du mir zu verdanken, Edgy. Was meinen Sie? Gerüchte. Sie haben doch die Gerüchte über mich gehört, oder? Miles Edgeworth. Ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, in der es keine Gerüchte über ihn gab. Gefälschte Beweise, Falschaussagen, illegale Durchsuchungen und mehr. Ihnen ist es zu verdanken, dass Ende letzten Jahres meine Unschuld erwiesen wurde.
Egal. Einige hier behaupten, ich wäre schuld an diesem aktuellen Vorfall. Was? Das ist verrückt? Einige Leute brauchen keinen großartigen Grund, um schlecht über andere zu denken. Ja, aber du arbeitest in der Staatskanzlei. Man sollte meinen, da sind die Leute, wenn es um einen Mordfall geht, ein bisschen cleverer. Das ist eine Tatsache im Leben, nicht zu ändern. Okay, sein merkwürdiges, zufriedenes Lächeln sieht creepy aus. Es verstört mich. Aber... Einige von ihnen schenken mir sogar Spielzeug wie das hier. Spielzeug? Sie denken, das wäre lustig. Spielzeug? Dieser Schild aus Bronze? Das muss eine Geschichte hinterstecken. Vom aus Bronze? Wieso ist er denn grün? Kann Bronze auch Grünspan kriegen wie Kupfer? Aber das ist ja nur der Rost von Kupfer. Wir schweifen ab. Lana Sky. Generalstaatsanwältin Sky? Ja. Wir haben vor 2 Jahren zum ersten Mal gemeinsam an einem Fall gearbeitet. Das war mein erster großer Fall. Stimmt, ich erinnere mich. Vor 2 Jahren, da war ich noch nicht mal Anwalt. Seitdem habe ich immer das Gefühl gehabt, sie würde auf mich aufpassen. Wie es scheint, habe ich mich geirrt. Geirrt? Warum? Ich meine... Sie ist nicht die herzlichste Person. Aber ich bin sicher, dass sie sich ein wenig für sie verantwortlich gefühlt hat. Dann warum? Warum sollte sie dann jemanden im Kofferraum meines Autos erstechen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Merkwürdigerweise wäre es nicht das erste Mal, dass jemand versucht, ihr einen Mord anzuhängen. Und dieses Lächeln. Und nicht nur das... Sie erstach ihn mit meinem Messer. Sie wollte Edgeworth schützen. Sie wollte Edgeworth schützen. Und deswegen behauptet sie die ganze Zeit, sie war's. Oh, es wollte schon wieder jemand Edgeworth was anhängen. Und Lana Sky wollte es verhindern. Was? Miss Edgeworth, Ihr Messer war die Mordwaffe? Warum hast du so ein Messer? Das ist nämlich kein Buttermesser. Das ist nicht mal irgendwie ein Küchenmesser. Warum hast du sowas, Edgy? Waren die Schusswaffen nicht mehr sicher genug? Um genau zu sein, war es das Messer aus der Werkzeugkiste im Kofferraum meines Wagens. Warum hast du ein Messer in der Werkzeugkiste in deinem Kofferraum in deinem Wagen? Warum sollte man ein Messer im Werkzeugkasten haben? Edgeworths Messer zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die Mordwaffe gefunden an Edgeworths Werkzeugkasten. Opferblutspuren. Keine Abdrücke. Edgeworth? Was? Sind Sie sicher, dass Sie es nicht getan haben? Bist du dir sicher, dass du kein Mord begangen hast? Ja, jetzt wo du es sagst, könnte vielleicht gewesen sein, dass ich irgendwie mit meinem Preis eingeschlafen bin und du kennst das ja, manchmal ersticht man Leute einfach so im Schlaf. Mann, oh Mann, versteht er keinen Spaß? Sie haben einen seltsamen Sinn für Humor, Wright. Ja, sehr gut. So, untersuchen wir es mal. Das muss das Blut des Opfers sein, oder? Entweder das oder Edgeworth hat sich beim Apfelschälen geschnitten. Was wollte Edgeworth überhaupt mit so einem Messer? Also eine sehr gute Frage. Hey,
Vielleicht verbringt er seine Wochenenden damit, es in der Wildnis zu schärfen? Hast du dir dieses Büro schon mal angeguckt? Das Einzige, warum ich sehen würde, dass Edgeworth ein Messer schärft, ist es, mir in den Rücken zu rammen. Edgeworth? In der Wildnis? Meine Fruchtschildtheorie ist wahrscheinlicher. Machen Sie Witze? Ich sehe ihn immer als Naturfreak vor mir. Edgeworth. Der Typ mit dem Plusterkragen. Der Typ mit dem Teeladen im Schrank. Das ist mal eine erschreckende Vorstellung. Haben wir sonst irgendwas? Außer dem Blut. Nö. Aber ich mag das. Könnte ich ewig mit Zeit verschwenden. So. Kann ich Ihnen jetzt was... Ich kann nicht mal mehr was reden. Fragen. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. In die Tiefgarage. Will ich hier das Messer zeigen? Oh. Könnten Sie es sich mal ansehen? Sie. Ja? Sie sagten, Sie wollten etwas heißen Tee, richtig? Trink den nicht, Phoenix. Du wirst nie wieder aufwachen. Nein, aber danke. Sie hat mich nicht mal angesehen. So müssen... Sie müssen den Tee lange ziehen lassen, um einen so starken Geschmack zu schaffen. Wir vorbestäuben die Blätter mit Dampf, bevor wir sie aufgießen. Das ist total quatschig. Ich wusste es. Das ist also das Geheimnis des Geschmacks. Ganz köstlich. Alles, was ich hier rieche, ist verschwendete Zeit. Gut, wir zeigen ja auch nicht das Messerchen. Ich glaube, wir gehen einfach weiter. Bewegen. Wir gehen mal zur Strafanstalt. Sie ist nicht da. Gut. Dann gehen wir zu Wright & Partner. Irgendwas habe ich übersehen. Nee. Ich glaube, wir müssen nochmal zu Edgy. Stimmt, ich könnte ihm den Ausweis mal zeigen. Sagen Sie, Edgeworth, ich habe nachgedacht über dieses... Mr. Wright! Hä? Was? Sind Sie sicher, dass Sie Mr. Edgeworth das zeigen sollten? Oh. Er wird es sicher an sich nehmen, nicht wahr? Ich wünschte, wir könnten auf der gleichen Seite stehen, Mr. Edgeworth. Aber dann würde meine Schwester schuldig gesprochen. Wenn sie noch lauter seufzt, kriege ich Depressionen. Okay. Es macht Sinn, dass ich es ihm nicht zeigen kann, aber... Es gibt auch hier nichts mehr zu untersuchen, ne? Nee. Dann muss ich gehen, dann muss ich... Könnte ich ihr vielleicht den Ausweis zeigen? Wegen dieser Karte. Lunchlady-Verkäufer nehmen nur Bargeld, keine Karten. Vor allem keine Karten, die jemand anderen gehören. Nein, nein, das ist keine Kreditkarte. Es ist der Ausweis eines Inspektors. Und warum zeigen Sie mir das? Der Essensdame? Das ist, als würden Sie einem Inspektor einen feinen Honigschinken zeigen. Ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Warum kommt es mir ständig so vor, als würde ich veralbert? Gibt es irgendwas, was ich noch untersuchen kann? Oh.
Sehen Sie, ein formschöner Raum mit Glaswänden. Sehr hübsch. Von hier aus kann man die ganze Garage einsehen. Es steht Sicherheit drauf. Vielleicht ist es ein Café. Bist du dumm? Hä? Café Sicherheit. Ja, das muss es sein. Okay, wir müssen dir irgendwie einen anderen Job besorgen als den, den du haben willst. Dort sollten wir später mal reingehen. Ich widerspreche nicht gern, aber wahrscheinlich ist das einfach ein Wachraum. Wissen Sie, ich hatte ein Ergebnis von 97 in meinem Wissenschaftstest neulich. So dumm, dass es keinen Test für gesunden Menschenverstand gibt. Ich glaube, den gibt es. Ich bin mir ziemlich sicher, es muss sowas geben, oder? So, kann ich da vielleicht rein ins Café Sicherheit? Ich kann auch nicht mehr zu dem Auto hin. Ich zeig immer noch das Messer. Nicht. Ich frage erstmal Edgeworth nach seinem Messer. Weil ich glaube, das Gefühl, bei Edgeworth fehlt noch was. Es ist gegen meine Überzeugung, Beweise mit der Verteidigung zu besprechen. Vor allem mit Ihnen. Er mag sie nicht besonders, oder, Mr. Wright? Ach! Es ist so offensichtlich. Nee. Bei Edgeworth ist das nichts Persönliches. Es geht nur um den Sieg morgen. Ja, es wäre sein erster Sieg gegen mich. gut, das hilft mir aber alles nicht weiter. Ich zeig ihr noch das Messer. Ich weiß, es ist quatschig, aber... Könnten Sie sich das mal ansehen? Sie... Ja? Sie sagten, Sie wollten etwas heißen... Ach so, okay. Okay, das ist wieder das mit den bestäubten Blättern, bla bla bla. Ich hänge hier gerade so ein bisschen fest, glaube ich. Normalerweise ist ja dann auch... Wright und Partner. An der Wand hängt ein Poster des Steel Samurai. Oh, er hat das Poster ausgetauscht. Maya hing es an dem Tag auf, an dem sie gegangen ist. Ah, das macht Sinn. Ich habe es noch nicht über mich gebracht, es abzunehmen. Ich finde nur schade, dass sie es nicht auch im Bild gezeigt, also dass sie es hier nicht zeigen, dass es der Steel Samurai ist. Manchmal gucken mich aber die Mandanten komisch deswegen an. Charlie, Mias Pflanze. Ich kümmere mich in Mayas Abwesenheit um ihn. Bin ein bisschen verzweifelt gerade. Sieht aus, als wäre mal wieder Reine machen im Hotel gegenüber. Man sagt, sie wollen eine zweite Filiale vor der Stadt aufmachen. Gott im Himmel. Der Page starrt mich direkt an. Mias Schreibtisch. Hier sitze ich noch seltener, seit ich keine Fälle mehr annehme. Ja, warum solltest du auch sitzen, wenn du keine Fälle annimmst? Ich sollte ihn zumindest dann und wann mal abstauben. Kompliziert aussehende Rechtsbücher stehen in gerader Linie. Sie verspotten mich. Ich habe versucht, eines zu lesen und es hat mir Kopfschmerzen verursacht. Als ich es schloss, entglitt es meiner Hand. Danach tat mir auch noch der Fuß weh. Reden wir mal mit ihr über den ganzen Kram. Hier, siehst du das? Aha, ich stelle fest, dass Verteidiger die Tendenz haben, Leuten Dinge zu zeigen.
Was wird das? Eine Verhaltensstudie von Anwälten? Hier, siehst du das? Okay. Dann machen wir dann das dritte. Nee, okay. Ey, ich weiß gerade wirklich nicht, wohin. In meinem Büro kann ich nichts untersuchen. Das heißt, es muss da irgendwas noch geben, was ich noch nicht gemacht habe. Der ist knifflig, der Fall. Dann muss es bei Edgy sein. Ich habe alles geredet. Ich habe alles untersucht. Kann ich vielleicht mit Heranzoomen noch was finden, was ich vorher nicht gefunden habe? Steht was von 100%. Oh nee, nein, das wollte ich nicht. Ich habe alle Beweisstücke durch. Ich habe mit ihm schon alles geredet. Ich bin jetzt mal ganz verzweifelt. Ich zeige ihm meine Anwaltsmarke. Ich habe einmal davon geträumt, Strafverteidiger zu werden. Früher. Was? Sie wollten Strafverteidiger werden, Miss Edgeworth? Aber mein Pfad liegt deutlich vor mir. Ich habe keine Zeit, darüber nachzudenken, was hätte sein können. Jetzt haben wir wirklich alles mit ihm diskutiert. Den hatte ich Ihnen doch schon gezeigt, ne? Mit anderen Worten, Sie waren also der Beste in diesem Jahr, hm? Wischen Sie sich dieses dämliche Grinsen aus dem Gesicht, Wright. Ich habe einen Arbeitstag wegen dieser Farce verloren. Hä? Warum das? Ich musste zur Zeremonie ins Polizeirevier gehen, um den kaputten Schild zu kriegen. Polizeirevier? Ja, direkt neben dem Präsidium unter der Stadt. Dort waren Sie schon mal, nicht wahr? Wo Inspektor Gamschuh arbeitet? Ja.
Ich habe über den Schild nachgedacht. Warum ist er kaputt? Spielt das eine Rolle? Ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Oh, sicher. Er scheint so oder so nicht sonderlich viele Gedanken an den Preis zu verschwenden. Gestern war ein arbeitsreicher Tag für das Büro der Staatsanwaltschaft. Vielleicht sollten wir ihn noch weiter über gestern ausfragen? Können wir das denn? Ja? Oh mein Gott, ich habe ihm den Preis nicht gezeigt und daran scheiterte es. Okay. Können Sie mir mehr über den gestrigen Tag berichten? Den Mordtag. Gestern war das jährliche große Reinemachen im Büro der Staatsanwaltschaft. Reinemachen? Zusammen mit dem Polizeirevier sortieren und verzeichnen wir alle Beweise gelöster Fälle. Wir nennen es den Beweismitteltransfer. Sie schaffen sich alte Fälle vom Hals, heißt das. Oh, und andere Dinge. Im Polizeirevier wurde eine Zeremonie abgehalten. Es gibt einen Jahresrückblick und Auszeichnungen für gute Polizisten und Staatsanwälte. Und da hat man ihnen den Schild verliehen? Ich war gestern Nachmittag im Revier. Ich kam um 17.12 Uhr zurück. Das ist sehr präzise. Leute wie ich und Mr. Edgeworth sind stolz auf unsere Präzision, Mr. Wright. Nein, ich vertraue meinem Gedächtnis nicht sonderlich. Ich vertraue nur auf solide Beweise. Parking Slot. Nee, Stop. Spannend. Parkschein zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das ist der Parkschein der Tiefgarage. Der Mord fand gegen 17.15 Uhr statt. Also geschah der Mord unmittelbar, nachdem sie zurückkam. Was, Wright? Ich würde es schätzen, wenn Sie diesen misstrauischen Blick nicht auf mich richten. Entschuldigen Sie mich, aber ist Mr. Edgeworth irgendwo in der Nähe? Ich bin Edgeworth. Was gibt es? Ich bin Sir, auf Bitten des Chefs hier. Ich habe Ihren Bericht, Sir. Ich hab's gewusst. Ja, ja, es war offensichtlich, oder? Bericht? Was? Haben Sie im Fall gegen die Generalstaatsanwältin Sky neue Beweise gefunden? Es gefällt mir nicht, wie sich dieses Gespräch entwickelt. Sky? Nein! Warum hat er eine verbundene Hand? Kein Name dieser Art. Nicht in diesem Bericht. Ich glaube, gerade ist Edgeworth der Kragen geplatzt. Mr. Edgeworths Kragen ist nicht sehr stabil, oder? Ich habe einen eindeutigen Antrag beim Polizeirevier gestellt, oder nicht? Das morgige Verfahren ist wichtig. Also lassen Sie mich mit allen anderen in Ruhe. Sir, aber... Ich befolge nur Befehle. Man hat mir gesagt, ich sollte Ihnen das hier bringen. Ich kann diese Einzelheiten... Wie heißen Sie? Ja, Sir. Meekins, Sir. Wachtmeister Meekins. Gut, Wachtmeister Meekins. Nehmen Sie Ihren Bericht und verschwinden Sie. Und viel Glück mit Ihrer Gehaltserhöhung nächsten Monat. Aber ich wusste es doch nicht. Mehackens ausgesprochen? Warum sollte man das Mehackens aussprechen? Ich bleib bei Meekins. Meekins, ja, aber ich bleib bei Meekins. Weil es ist wie Meepa von der Muppet Show. Meep, 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 meep. Dieser lange. Der nur meep, 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 meep sagt. Daran, ich bleib bei Meekins. Ich wusste es doch nicht. Armer Kerl. Sieht aus, als hätte er gefehlt, als Hirn und Glück ausgegeben wurden. Oh, Phoenix, dem geht's schon schlecht genug.
Right. Ja? Mann, er hat mich unvorbereitet erwischt. Wie Sie sehen, bin ich beschäftigt. Sie dürfen sich jetzt entfernen. Wir sollten tun, was er sagt, Mr. Wright. Das Opfer war ein Inspektor aus dem gleichen Revier wie dieser Polizist hier. Gehen Sie zum Polizeirevier. Dort können Sie weitere Fragen stellen. Danke. Er scheint nicht wieder etwas sich wieder etwas beruhigt zu haben. Okay. Dann beeilen wir uns mal. Ich glaube, wir schaffen das heute nicht mehr vor der PlayStation State of Play. Wenn wir die Fahndung noch machen wollten. Ach, das Maskottchen. Ich wusste, das war das Stofftier. 22. Februar, Polizeirevier, Eingang. Ich hab dir gesagt, dass es länger geht. Ja, geht der Gerichtstermin auch wieder so lang? Weil dann würde ich tatsächlich sagen, ich stream lieber am Sonntagabend nochmal. Und da das Gerichtstermin, dann müssten wir es ausnahmsweise splitten. Es wird trotzdem eine in derselben Woche bleiben, aber dann müsste ich es vielleicht splitten. Endlich sind wir da. Warum bringen Sie die Inspektoren so weit weg von der Staatsanwaltschaft unter? Wir brauchen fast 30 Minuten mit dem Taxi. Und der Verkehr war nicht mal so stark. Mit dem Taxi? Warum habt ihr nicht die U-Bahn genommen? Ich bin übrigens zum ersten Mal in einem Polizeirevier. Nein, bist du gar nicht. Moment. Was ist das? Es bewegt sich. Seltsam, warum regt... Seltsam, warum regt sie das so auf? Oh, Moment, ich weiß es. Das ist der Blue Badger. Das ist kein Dachs. Sie versuchen, ihn zum Polizeimaskottchen zu machen. Wow, Mr. Wright. Sie wissen viel über das Polizeirevier. Trotzdem, er kam mir irgendwie bekannt vor. Da ist ein Finger, da ist ein Handabdruck drauf. Vergiss den Blue Badger. Wer ist das neben ihm? Jemand scheint mit dem Blue Badger zu tanzen. Oh, er hat mich bemerkt. Er kommt wirklich schnell hierher gerannt. Nee, er kommt wirklich schnell hierher gerannt. Oh, es geht ihm gut. Sehr schön, das beruhigt mich. Hey, Junge! Was machen Sie denn hier? Schön, Sie zu sehen, Inspektor. Das ist mein Spruch, Inspektor Gumshoe. Vor allem, warum haben Sie da drüben getanzt? Was? Nun ja. Tja, zumindest ist er nicht beschäftigt. Das ist unsere Chance auf Informationen. Hey! Sie müssen wissen, ich bin ein schwer beschäftigter Mann, Junge! Der Fall. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp, Junge. Sie sollten die Verteidigung in diesem Fall besser nicht übernehmen. Warum nicht? Hä? Tja, die Generalstaatsanwältin hat das Verbrechen gestanden. Ja, und die Frage ist immer noch, warum? Sie sagte, sie hat den Inspektor in ihrem Büro bestellt und ihn getötet. Warum sollte sie sowas sagen? Aber... Was, wenn sie nicht die Wahrheit sagt? Ja, die Verhandlung geht circa 100 Minuten. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das mal in diesem Ausnahmefall so. Ich werde am Sonntagabend dann nochmal Phoenix Wright streamen. Und zwar nur die Verhandlung. Ich werde es trotzdem beibehalten, dass das halt in jeder Woche zumindest eine Untersuchung und eine Verhandlung ist. Aber das wird mir heute ein bisschen zu knapp alles. Ich hab's wirklich unterschätzt und ich habe wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Zeit vertrödelt. Aber, das kriegen wir wieder hin. Aber was, wenn sie nicht die Wahrheit sagt? Ja, nun, nein. Komm schon, Kleine. Es gibt jede Menge Beweise gegen sie. Aber was, wenn die Beweise gefälscht waren? Hey, Junge. Kann ich Sie einen Moment sprechen? Hä? Mich?
Warum ist das kleine Mädchen so gereizt? Sie ist eine Verwandte der Angeklagten. Lanas Geists Schwester. Was? Sie ist die kleine Schwester der Generalstaatsanwältin? Bitte untersuchen Sie diesen Fall sehr sorgfältig, okay? Wissenschaftlich. Jawohl. Oh, apropos. Sie sollten vielleicht etwas leiser sprechen. Man sollte sie nicht Worte wie gefälscht sagen hören. Hä? Es ist nur... Das ist heutzutage ein heikles Thema. Ja, das verstehe ich. Ich würde sogar sagen, wenn ich die State of Play wäre, würde ich versuchen durchzuziehen. Aber so würde ich es halt aufteilen. Also, was machen Sie hier, Inspektor Gamschuh? Ich? Ach, nun ja. Nichts genau genommen. Sie haben mich aus der Kriminalabteilung gescheucht. Was? Gamschuh? Wieso das denn? Inspektor Gamschuh? Was haben Sie jetzt wieder angestellt? Was soll das denn heißen, jetzt wieder? Also, was ist passiert? Ich weiß, dass im Moment viel zu tun ist. Ich meine, mit dem Fall meiner Schwester und allem. Das ist wahr. Bisher hat noch nie eine Generalstaatsanwältin jemand ermordet. Nur die hochrangigsten Leute lässt man im Moment in die Kriminalabteilung rein. Der niedrigste Rang da drin ist unser Oberinspektor. Die lassen keinen von uns einfachen Inspektoren mehr da rein. Kein Inspektor? Ich weiß, dieser Fall ist wichtig. Aber das ist schon etwas seltsam. Naja, auf jeden Fall dachte ich, ich beende dann heute die Arbeit am Blue Badger. Du hast ihn gebastelt? Oh, das passt. Gibt es nichts anderes zu tun? Der Polizeichef selbst leitet diese Untersuchung, Kleine. Und Wachmeister Marshall wurde in die Tiefgarage geschickt. Wachtmeister Marshall. Wenn ich darüber nachdenke, scheint es mir, als kannte Emma diesen Marshall. Ein Streifenpolizist, der eine Tatortermittlung leitet. Das gab es noch nie, Junge! Oh, das macht Sinn. Okay, ich glaube, wir können Ihnen ein paar Hinweise präsentieren. Nee, ich will es präsentieren. Inspektor Gamschuh, was können Sie mir hierzu sagen? Hä? Hey Junge, das ist ein Polizeiausweis. Den können Sie nicht einfach behalten. Den müssen Sie der Polizei geben. Leute wie Sie ziehen mich immer in diesen Ärger hinein. Was bedeutet, dass Inspektor Gamschuh seinen Ausweis oft verliert? Das habe ich so noch gar nicht gesehen, ja. Schauen wir mal, Bruce Goodman. Goodman? Klingt vertraut. Nee, mein Fehler. Aber haben Sie nicht mit ihm in der Kriminalabteilung gearbeitet? Wow, jetzt erinnere ich mich. Bruce Goodman. Er ist das Opfer. Das dachte ich mir. Was können Sie uns sonst noch erzählen, Inspektor Gamschuh? Also, dieser Ausweis gehört... Verdammt. Also, dieser Ausweis gehört dem Opfer? Er war Inspektor, genau wie ich. Inspektor Bruce Goodman. Finden Sie das nicht auch seltsam? Ich meine, warum lag der Ausweis des Opfers auf dem Boden, wo wir ihn fanden? Nun, Inspektor Goodman sollte gestern im Revier sein. Es gab einen Transfer von Beweismitteln für einen Fall von vor 2 Jahren. Beweismitteltransfer? Miss Edgeworth hat das ebenfalls erwähnt. Aber Inspektor Goodman war beim Büro der Staatsanwaltschaft getötet. Tja, das ist die Sache. Schwer zu sagen, aber... Es heißt, dass die Generalstaatsanwältin ihn in die Tiefgarage bestellt hat. Und Lana hat zumindest das gestanden. Beginnen wir mal der Reihe nach durch.
Hey, das ist es. Das ist die Trophäe des Königs der Staatsanwälte, die Edgeworth gestern bekam. Waren Sie bei der Verleihung, Inspektor Gumshoe? Natürlich, Junge. Ich habe selbst einen Preis für Fleiß bekommen. Oh, das ist schön. Ah, Glückwunsch. Ich frage mich, warum der Preis ein Schild ist. Und warum ist er zerbrochen? Oh, es gibt einen Grund. Ich sage Ihnen später welchen. Augenscheinlich hat er ihn vergessen. Okay, ich mach mal jetzt was ganz Ungewöhnliches. Obwohl, nee, das mache ich später. Das machen wir später. Aber ich war stolz auf Mr. Edgeworth, dass er den Preis gewonnen hat. Es gibt sogar Leute bei der Staatsanwaltschaft, die ihn nicht leiden können. Unglaublich, wo er doch sonst aber so sympathisch rüberkommt. Ja, wir haben die Gerüchte gehört. So, Mordwaffe. Man fand ihn in Herrn Edgeworths Wagen, erstochen mit dessen Messer. Hui. Warum war der Parkschein gerade da zu sehen? Hui. Was hat Generalstaatsanwältin Sky zu so etwas getrieben? Moment, ich meinte nicht. Ich meinte meine natürlich, dass jemand anderes es in Wirklichkeit getan hat. Jemand, der einen Groll gegen Mr. Edgeworth hegt. Ja, denke ich auch. Der Wagen und das Messer wirken etwas zu konstruiert, um ein Zufall zu sein. Ja. Hammer, Mr. Edgeworth. Was könnte passiert sein? Wir müssen noch etwas mehr darüber herausfinden, was da mit Edgeworth vor sich geht. Er sitzt wieder mal in der Klemme. Wieder mal? Das ist dieselbe Animation vom letzten Mal. Nun, es fing mit dem Mord an diesem Strafverteidiger an, Hammond. Aber Edgeworth wurde für unschuldig befunden. Hör zu, Kleine, es gab immer schon Gerüchte über Edgeworth. Gefälschte Beweise, Absprachen mit Zeugen, nichts Handfestes, aber immer diese geflüsterten Gerüchte. Aber seit man ihm den Mord vorwarf, flüstert keiner mehr. Sie schreien. Aber es gibt keine Beweise gegen ihn. Nun, Mr. Edgeworth hatte immer schon gute Kontakte zu den oberen Etagen. Es ist nur natürlich, dass die Leute misstrauisch werden. Ich hatte keine Ahnung, dass er so unter Beschuss steht. Wie dem auch sei, sein neuer Fall hat für neue Gerüchte gesorgt. Die Leute sagen, dass er den Fall nur aus einem Grund übernommen hat. Weil er selbst den Posten als Generalstaatsanwalt haben will. Was? Aber ich kenne die Wahrheit, Junge. Niemand wollte derjenige sein, der die Generalstaatsanwältin einbuchtet. Ja, deswegen sollte es auch jemand sein aus einem anderen Strafbezirk. Mr. Edgeworth nimmt den schwarzen Peter entgegen. Für uns alle tut er das. Okay. Haben wir sonst noch was? Wir können ihm das Parkticket noch zeigen. Man fand ihn in Herrn Edgeworths Wagen, erstochen mit dessen Messer. Hui. Nee, das hatten wir schon. Das ist interessant. Das fühlt sich an wie ein Bug. Es fühlt sich wie ein Bug, dass die zwei irgendwie das Gleiche auslösen. So, wir haben alle Hinweise. Komm. Inspektor, hier ist meine Anwaltsmarke. Die zeigen sie mir jedes Mal, wenn wir uns treffen, Junge. Echte Männer zeigen ihre Polizeiabzeichen. Mehr sag ich nicht dazu. Hey. Ich wünschte, ich hätte ein Abzeichen. Sogar ein Ausweis wäre schick. Einen Moment. Wo wir von Ausweisen reden. Ich habe doch einen Polizeiausweis gefunden. Ja, aber den habe ich doch schon gezeigt. Dieser Ausweis gehört dem Opfer, Inspektor Bruce Goodman. Heutzutage kann man mit einer Karte und der Geheimzahl alles machen. Erschreckend. Der Geheimzahl? Das ist nur erschreckend, weil sie ihre Karte immer verlieren, Inspektor Gumshoe. Ich vergesse auch andauernd meine Geheimzahl. Sehr erschreckend.
Aber ich bin immerhin ich. Alles in allem. Und was könnte daran falsch sein? Ich glaube, aus dieser Unterhaltung halte ich mich raus. Ich habe nichts mehr, was ich ihm fragen könnte. Dann gehen wir mal in die Tiefgarage. Gehen wir mal zu Edgy. Oh. Ein Schreibtisch. Wie zu erwarten war, sehr ordentlich. Was für ein schöner Schreibtisch. Leicht zu nutzen und gefällig. Er ist so stark poliert, dass ich... Okay, das hatten wir schon. Ich würde mich bei der Arbeit lieber nicht selbst sehen wollen. Oh, es war doch neu. Hey, ein Schachbrett. Ich interessiere mich nicht für Schach. Aber es sieht aus, als würde das knapp für Blau. Die roten Springer haben den blauen Bauern umzingelt. Hä? Diese Pferde sind berittene Krieger. Ihre Schwerter haben wirklich scharfe Kanten. Und sehen Sie sich diesen armen Bauern an. Sein spitzer Kopf erinnert mich an Sie. Ja, ich weiß. Aber geht es nicht eigentlich darum, den König zu umzingeln? Okay, ich kann doch jetzt nicht schon wieder alles untersuchen hier. Boah, was für ein unglaublicher Blumenstrauß. Aber echt? Hey, da steckt eine Karte dran. Zurück von den Toten, Wendy. Wendy, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Und hier daneben ein riesiger Stil-Samurai. Boah, ich will so einen. Hä? Das ist etwas unter seinem Fuß geschrieben. Zwischen allen Stühlen, Wendy. Heißt der Staatsanwalt in diesem Büro, Wendy? Okay, das macht gerade gar keinen Sinn. Ich denke nicht. Okay, ich habe nicht das Gefühl, dass mir das was bringt. Wir gehen mal... Auch wenn es neue Texte gibt, das macht gerade keinen Sinn. Wir gehen mal in die Strafanstalt. Ha. Huh. Es ist das zweite Mal, dass ich festhänge. Vielleicht muss ich doch das nochmal durchgrasen. Oder halt, Moment! Bin ich dumm. Ich gehe nochmal zum Revier. Ich habe ja gar nichts untersucht. Die üblichen Fahndungsposter hängen hier an der Pinnwand. Kennen Sie dieses Gesicht? Wenn ja, wählen Sie 911. Wissen Sie, Mr. Wright, das ist irgendwie komisch. Ich habe noch niemanden gesehen, der so aussah wie die Leute auf den Fotos. Sie sehen kaum menschlich aus. Da hat sie recht. Ich habe mich gefragt, ob... Was? Der tanzende Blue Badger? Das ist mein Meisterstück. Sie haben ihn gemacht, Inspektor Gumshoe? Der Chef hat ein Design entwickelt und ich hab's angefertigt, Junge. Schöne Arbeit. Er ist batteriebetrieben und kann überall hingehen. Oh Gott, stimmt, er hat Rollen. Es gibt keinen Schalter. Darum tanzt und tanzt er einfach, bis die Batterie leer ist. Armer Blue Badger, gezwungen zu tanzen, bis er umfällt. Warum ist das jetzt in der Gerichtsakte? Wegen dem Handabdruck? Blue Badger Figur, Kunstwerk, entworfen vom Oberinspektor und von Inspektor Gumshoe gebaut. Und das ist alles, was ich darüber weiß. Ich bin dem Fall nicht offiziell zugeteilt, wissen Sie? Danke. Warum sind Sie dem Fall nicht zugeteilt, Inspektor Gumshoe? Wir haben den Kerl getroffen. Achso, wir haben den Kerl getroffen, der... Wie war sein Name? Der Kerl in der Parkgarage. Der wird Wachmeister Marshall gewesen sein. Er wurde direkt vom Polizeichef bestellt. Wachmeister Marshall. Ist der so eine Art Wildwest-Sheriff oder so? Nein, Jack Marshall ist nur ein normaler Wachtmeister. Aus dem Westen von Los Angeles.
Für einen Moment war ich nicht sicher. Pass auf, Junge, ich will versuchen, Ihnen die Sache etwas leichter zu machen. Zeigen Sie Ihnen das hier und Sie lassen Sie den Tatort untersuchen. Vielleicht. Empfehlung von Inspektor Gumshoe. Erlaubt dem Besitzer, den Tatort zu untersuchen. Ich wäre überrascht, wenn uns das irgendwie helfen würde. Tun Sie einfach so, als würden Sie dort hingehören. Und keiner kriegt etwas spitz. Hä, ich habe mich gefragt, ob... Was, der tanzende Blue Badger? Das ist mein Meisterstück. Sie haben ihn gemacht? Inspektor Gumshoe? Der Chef hat ein Design entwickelt. Ja, okay, das hatten wir schon. Schöne Arbeit. Er ist batteriegetrieben. Okay, aha. Komisch. Den gucken wir uns auch gleich mal hier an. Meine Lupe. Ich kann ihn nicht untersuchen. Es ist einfach nur ein Andenken. Ich glaube, der Handabdruck wird irgendwann wichtig. Weil ich auch Gumshoe zutrauen würde, das vor uns zu haben. So, wir gehen einfach wieder in die Tiefgarage. Oder haben wir noch was zu reden? Nein. Weil jetzt könnten wir in der Tiefgarage endlich weiterkommen. Endlich! 22. Februar. Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Die Ermittlung geht wohl immer noch weiter. Ich muss zurück zu meinem Geschäft. Tut mir leid. Scheint so, als würde ich bis heute Nacht in dieser Grube bleiben. Ich sehe dich heute Nacht in meinen Träumen, Baby. Oh, immer noch hier? Hallo. Warum der überraschte Gesichtsausdruck? Habe ich vergessen, es zu erwähnen? Ich habe auch einen Freund in der Kriminalabteilung. Ah, okay. Was ist mit dem Wachmann passiert? Hey, was ist los, Bambina? Sie sehen aus wie ein Schäfer, und der seine Herde verloren hat. Jake Marshall. Ein seltsamer Typ, um ihm einen Tatortermittlung zu überantworten. Ne, wir verschwenden... Komm, hier. Bitteschön. Würden Sie das bitte einmal lesen? Was ist das? Ich warne Sie, Fanbriefe landen bei mir direkt im Spucknapf. Es ist eine Empfehlung von Inspektor Gumshoe. Dürfen wir jetzt ermitteln? Gumshoe. Ach, der alte Schäferhund. Veranstaltet er eine Vampirjagd oder so? Hä? Sehen Sie, wo stehen sollte Empfehlung, steht Einfehlung. Ah, ich glaube, er hat sich nur verschrieben. Großartig, Inspektor Gumshoe. Ich schulde Ihnen was. Keine Sorge. Das beweist besser als ein Bluttest, dass dies von Gumshoe stammt. Ey, der steht in der Hierarchie über dir, Marshall. Und man kann Gumshoe viel vorwerfen, aber er trinkt wenigstens nicht im Dienst. Ich lasse euch dann wohl besser durch. Danke, Wachtmeister Marshall. Wachtmeister Marshall ist kein Inspektor. Er ist ein Streifenpolizist. Das erinnert mich an etwas. Das ist seltsam. Soll dein Tatort nicht von einem Inspektor oder Höherem überwacht werden? Warum drehen wir uns im Kreis? Das wurde uns doch von Gumshoe schon erzählt. Tja, Leute. Die Beweise rufen. Willkommen in unserer Goldmine. Fühlt euch wie die Siedler. Zieht in unbekanntes Gebiet. Bestimmt euer Schicksal. Lasst uns ein Volksfest veranstalten. Mit dir? Nein.
Memo an mich. Ermittlungen sind, als würde man neues Land besiedeln. Nun, Mr. Wright, was sagen Sie? Ich sage, dass ich das hier nicht mehr brauchen werde. Inspektor Gumshoes Empfehlung zerknittert und weggeworfen. Hey! So was Unhöfliches. Das Opfer. Wachtmeister Marshall, können Sie uns mehr zum Opfer erzählen? Die Guten sterben jung. Denkt dran, Partner. Könnten Sie etwas konkreter werden? Bruce Goodman. Er war ein Inspektor, richtig? Na na, du bist ja mal ein eifriges Hündchen. Inspektor Goodman wurde um 17.15 Uhr hier erstochen. Das lächelnde, die lächelnde Madonna hat es mir erzählt. Ich glaube, er meint die Zeugin, Miss Angel Starr. Ein Stich in die Brust, gute Arbeit. Das hier ist der Autopsiebericht. An Blutverlust verstorben, eine Messerwunde, starb zwischen 16 und 17.30 Uhr. Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. Hätte meine Schwester irgendwas mit dem Opfer zu schaffen? Interessant, dass Sie das fragen, Bambina. Die Generalstaatsanwältin und Inspektor Goodman hatten gar nichts gemein. Nichts gemein? Sie haben offensichtlich vor ein paar Jahren zusammen an einem Fall gearbeitet. Also gibt es kein Motiv. Lass mich raten, vor 2 Jahren? Goodman war kein sonderlich begabter Inspektor. Das ist einer der Gründe, warum er nicht viel mit der Generalstaatsanwältin machte. Aber meine Schwester hat das Opfer am Mordtag hierher bestellt, oder? Hier, in diese Parkgarage. So scheint es. Als hätte man einen unbewaffneten Mann zu einem Duell am Mittag gerufen. Das soll keine Beleidigung sein, aber Wachtmeister Marshall, Sie sind Streifenpolizist, richtig? Kein Inspektor. Wollen Sie mich herausfordern? Dafür erschießt man Leute in Texas. Ich glaube nicht. Hä? Ich war bis vor 2 Jahren ein Inspektor, um die Wahrheit zu sagen. Ach wirklich? Das sagt er mir jetzt. Aber Sie sind jetzt wieder Streifenpolizist. Wie können Sie also Ermittlungen leiten? Und was haben Sie angestellt, um vom Inspektor runtergeschubst zu werden zum Streifenpolizisten? Ihnen entgeht gar nichts, was, Bambina? Also, warum leiten Sie die Ermittlungen? Nur so. Wir haben zu wenig Leute im Moment. Solange halte ich die Augen offen. Es ist dennoch seltsam. Inspektor Gumshoe sagte, er hätte nichts zu tun. Nichts Wichtiges zumindest. Er ist nur ein alter Schäferhund, der seinen eigenen Schwanz nicht findet. Vielleicht, weil er mit diesem Edgeworth rumhängt. Edgeworth? Der Schäferhund läuft nicht mehr mit diesem Viehtrieb. Befehl des Polizeichefs. Befangenheit, natürlich. Sie haben Edgeworth immer noch auf dem Kieker. Er weiß es nur noch nicht. Inspektor Gumshoe wurde aus der Ermittlung geworfen? Oh, das ist nicht gut. Armer Inspektor Gumshoe. Na gut, Compadre. Zähl bis 3. Hä? Das musst du tun, wenn du einen Beweis gegen jemanden aus dem Holster ziehst. So machen wir das in Texas. Erinnere mich daran, dass ich niemals nach Texas gehe. Okay, wir gucken uns um. Ich werde euch jetzt bestimmt hier wechseln können. Aha! So, Klapphandy. Sieht aus wie ein Handy. Die wissenschaftliche Analyse wurde nahelegen, dass es dem Opfer gehört. Mir fällt sonst niemand ein, dem es gehören könnte. Was ist daran so wissenschaftlich? Sollten wir das überprüfen? Überprüfen. Richtig, überprüfen wir es.
Das macht's automatisch. Soll das so ein Tutorial sein? Mann, was für ein langweiliges Band. Wieso? Die Geschmäcker sind eben verschieden. Ich find's auch gar nicht so langweilig. Ich find's schick. Hier, guck mal. Meins ist ein rosa Prinzessinnenband. Die sind richtig selten. Weißt du, wieso sind das selten? Das ist eine aktuelle Serie. Wie ich sehe, ist die Show bei den Kindern so beliebt wie nie. Da. Der Bildschirm zeigt immer noch das... Immer noch das Wahlwiederholungsmenü. Wahlwiederholung? Mr. Wright? Die meisten Telefone haben einen Speicher für die aus- und eingehenden Anrufe. Nur nochmal zur Erinnerung. Dieses Spiel kam ursprünglich 2001 raus. Ich weiß nicht, wann es für den DS rauskam, aber ich würde sagen, es waren auch immer noch die Nullerjahre. Dementsprechend lasse ich das mal durchgehen. Heutzutage wäre das eine komische Frage. Man drückt einfach den blauen Knopf, um die letzte Nummer erneut zu wählen. Praktisch, nicht wahr? Ich bin verblüfft, dass Sie nichts davon wussten. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber selbst ich kenne diese Wahlwiederholung. Hä? Oh, tut mir leid. Man kann eben bei Leuten aus ihrer Generation nie wissen. Ey! Wie auch immer. Überprüfen wir das Telefon. Haben wir sonst noch was? Düt. Ich frage mich, wen der Besitzer des Telefons zuletzt angerufen hat. Memo an mich. Ein Verteidiger, der nicht zuerst nachdenkt. Er drückt einfach. Ey. Warum habe ich ein Kind Freizeichen? Hey, dieses Lied kenne ich. Ja, es kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß aber nicht, woher. Zumindest der Anfang. Ist es der Stil Samurai schon wieder? Hey, was machen Sie denn da drüben? Gar nichts. Ah, oh, Entschuldigung. Ich sehe Sie, Partner. Sie haben die Wahlwiederholung an diesem Handy gedrückt, nicht wahr? Nun... Ja. Wessen Telefon ist das denn? Es lag auf dem Boden dort drüben. Wem gehört es? Das gehört Generalstaatsanwältin Sky. Was? Es gehört meiner Schwester? Sie hat es augenscheinlich fallen lassen, als man sie nach dem Verbrechen festnahm. Sehen Sie, der letzte Anruf wurde direkt nach dem Mord gemacht. Sie wollte wohl jemanden anrufen. Aber sie sprach dann nur für ein paar Sekunden, der Anzeige zufolge. Wen hat sie angerufen? Keine Ahnung. Tut mir leid, Partner. Sollte man das nicht von der Polizei her schneller herausfinden können? Ich habe eine Frage an Sie, Partner. Ich habe gerade ein Telefon klingeln hören. Einer dieser modernen Polyphon-Klingeltöne. Oh, das? Oh, tut mir leid, das war mein Telefon. Was? Was? Sie hat dich angerufen? Oder lügst du gerade? Was? Ihr Telefon? Das ist irgendwie seltsam, aber jemand rief mich an, als wir das andere Telefon aufhoben. Falsch verbunden. Das ist nicht dein Ernst, Phoenix, oder? Das würde zumindest erklären, warum es der Klingelton war. Ich hoffe, Sie lügen mich nicht an. Dafür wird man in Texas erschossen, Partner. Ich weiß, Texas ist schlimm.
Aber ich hoffe, dass da nicht einfach jemand für eine Lüge erschossen wird. Oh oh, ich habe die Rache des Lone Star Polizisten auf mich gezogen. Handy zur Gerichtsakte hinzugefügt. Eigentum von Lana Sky. Letzter Anruf um 17.18 Uhr am Mordtag betätigt. Kann ich sonst noch was untersuchen? Es gibt keinen Grund, da nochmal drauf zu drücken. Was ist los? Sie sehen aus wie beim Abschlussexamen. Ach, nichts. Es ist nichts. Okay. Dann untersuchen wir mal weiter den Tatort. Mit wem könnte ich eigentlich reden? Lana Sky. Oh, wir können mit Dings sprechen. Mit Marshall, okay. Also gibt es keine Verbindung zwischen meiner Schwester und Inspektor Goodman? Das ist richtig, aber es gibt eine ganze Goldmine voller Beweise gegen sie. Und der Staatsanwalt morgen ist niemand anderes als Edgeworth selbst. Ich befürchte, das Schicksal ihrer Schwester ist besiegelt. Mein Beileid. Wachtmeister Marshall! Ja, Bambina? Wie können Sie so etwas sagen? Sie und meine Schwester, sie waren... Gibt es halt etwas zwischen dem Bullen und ihrer Schwester, das ich wissen sollte? Tut mir leid, Bambina. Etwas muss mich aufgestachelt haben. Vielleicht ist es der trockene Wind, der durch die Staatsanwaltschaft weht. Trockener Wind oder böse Absicht. Jemand plant hier etwas, aber wer? Büroatmosphäre. Verdächtigungen über Herrn Edgeworth machen nun schon seit 2 Jahren die Runde. Gefälschte Beweise, abgesprochene Zeugenaussagen, all sowas. Er war unschlagbar, weil er alles tat, was nötig war, um zu gewinnen. Das heißt unschlagbar, bis er sie traf. Aber Gerüchte sind nur Gerüchte, nicht wahr? Wir sprechen hier von Staatsanwälten. Beweise sind alles für diese Leute. Du hast leider nicht den letzten Fall gesehen. Dieser Herr von Karma, der mehrfach auf dieser Trophäe steht, die ich mitgehen ließ. Der ging sogar so weit und hat einen anderen Anwalt getötet. Und hat das jemand anderes in die Schuhe geschoben. Folgt man den Gerüchten über Edgeworth zu ihrer Quelle, findet man eine Person. Aber diese Person ist außer Reichweite. Unberührbar, könnte man sagen. Eine Person? Wen? Bambina, ihre Schwester. Generalstaatsanwältin Sky. Was? Meine Schwester? Edgeworth konnte die Herde nicht alleine hüten. Einige Leute laden ihre Waffen mit Kugeln. Andere laden sie mit Absprachen. Was? Sie sagen, Edgeworth hat Absprachen getroffen, um Verfahren zu gewinnen? Wo man Schüsse hört, wird man auch Kugeln finden. Das sagen die Altvorderen. Es gibt ein dickes Geheimnis hier irgendwo. Das weiß jeder. Wurde Inspektor Gumshoe deshalb von dem Fall abgezogen? Ja, wahrscheinlich. Haben Sie es auf ihn abgesehen, weil er Edgeworth am nächsten war? Also es hängt auf jeden Fall alles mit einem Fall vor 2 Jahren zusammen. Weil es wurde gesagt, es wurden Beweise übergeben von einem Fall, der vor 2 Jahren stattfand. Diese Beweise sollte Inspektor Goodman abholen. Und Edgeworth ist seit diesem Fall, nehme ich an, ein großes Ding. Beziehungsweise nein, nicht nur ein großes Ding, sondern auch, es wird seitdem hinter seinem Rücken getuschelt. Das hängt also alles zusammen. Spannend, spannend, spannend.
Das scheint der Wagen zu sein, in dem man die Leiche fand. Sieht aus, als habe man das Schloss des Kofferraums aufgebrochen. Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Der Körper wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Ziemlicher Luxusschlitten. Er scheint förmlich, ich habe zu viel Geld. Er schreit förmlich, ich habe zu viel Geld. Ja, Staatsanwälte verdienen ordentlich. Warum unterhalten sie sich gerade so, als wüssten sie nicht, wem das gehört? Es ist unmöglich, diesen Beweis zu untersuchen, bevor man nicht mit Edgeworth bevor man mit Edgeworth gesprochen hat. Wir wissen doch schon, wem der dieser Wagen gehört. Das Seil. Ist es... Ja. Sie haben die Umrisse der Leiche des Opfers damit nachgestellt. Das Opfer muss also vom Kofferraumdeckel erschlagen worden sein. Klar. Du bist sicher die einzige Person, die auf so einen Schluss kommen würde. Was ist das? Sieht aus wie eine Notiz. 6.15 Uhr. 20.12. So würde ich es jetzt lesen. Sehen Sie, da ist etwas draufgeschrieben. Goodman. 6.15 Uhr. 7S, okay, so würde ich es nicht sagen. Du hast recht. Sehen wir mal. 6, 7S, 20, 12. Oder es ist diese Geheimzahl, die Gumshoe erwähnt hat. Darüber ist ein Name auf das Papier gedruckt. Goodman. Vielleicht fiel es ihm aus der Tasche, als er ermordet wurde. Nun, also, was bedeutet das, Mr. Wright? Woher soll ich das wissen? Memo an mich. Für deduktive Schlüsse gehe zu Edgeworth, nicht zu Wright. Ich bin sicher, dass auch Edgeworth nicht wüsste, was das heißt. Ich glaube aber, er weiß es. Schließlich ist er gerade mit einem Inspektor zusammen. Notiz des Opfers aus dem Kofferraum. Also, wie weit sind wir, Mr. Wright? Ich schätze, wir haben ein paar Hinweise. Ein Autopsiebericht, eine Nachricht von dem Opfer und ein Handy. Also, denken Sie, alles wird gut? Nun, das Einzige, was mich noch stört, ist, dass Lana das Verbrechen gestanden hat. Sie sagt, sie habe es getan. Kein Problem. Ich kann schwören, dass sie nicht die Verbrecherin ist. Ach, und apropos Emma. Ja? Ich kenne das Lied, das dein Telefon spielt, wenn es klingelt. Es war ihr Telefon. Sie hat ihre Schwester angerufen. Was? Das ist der Titelsong des Steel Samurai. Natürlich war es das. Die populäre TV-Serie für Kinder. Das Telefon, das gerade geläutet hat, war deins, nicht meins. Um 17.18 Uhr, direkt nachdem der Mord passiert war. Deine Schwester hat dich angerufen, oder nicht, Emma? Es tut mir leid. Verrätst du mir, worüber ihr gesprochen habt? Sie hat gleich wieder aufgelegt. Verstehe. Handy in Gerichtsakte aktualisiert. Eigentum von Lana Sky. Letztes Gespräch um 17.18 Uhr. Am Mordtag mit ihrer Schwester Emma. Ein Inspektor wurde ermordet und die Verdächtige ist die Generalstaatsanwältin. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So als ob ich immer noch nicht alles weiß, was hier passiert ist. Fortsetzung folgt. Genau. Okay, ich werde jetzt mal... ich werde jetzt mal was Dummes machen. Ist noch wer hier? Ist noch wer im Chat?
Weil ich mache jetzt was Dummes. Wenn sich jetzt noch wer im Chat meldet, dann stelle ich jetzt zur Auswahl, dass ich einfach mal heute krass überziehe und wir die Verhandlung noch machen. Oder jetzt ist Feierabend und alle genießen entweder die Nacht oder die PlayStation State of Play oder beides nur halt in der umgekehrten Reihenfolge. Ich werde die State of Play nicht streamen. Ich würde im Zweifelsfall, wenn sich hier noch wer verlustig findet im Chat, würde ich das vielleicht vorziehen hier. Die Verhandlung. Ansonsten ist die Verhandlung am Sonntag um 20 Uhr. Wenn die 100 Minuten dauert, regulär und mit meinem Rumgequatsche und Rumgealbere dauert sie eh dann wahrscheinlich mindestens 2 Stunden. Gut. Scheinbar hat keiner mehr Bock. Ich kann es keinem verübeln. Ich kann nicht mit der State of Play mithalten. Dann machen wir das halt so. Dann machen wir die Verhandlung am Sonntag. Weil, auch wenn ich jetzt vielleicht mal wirklich, ich sag's jetzt auch gleich mal für die Zukunft von Phoenix Wright, weil wir spielen ja jetzt hier schließlich noch 2 komplette Spiele mit unterschiedlichen Fällen durch. Auch deswegen, es kann dann bestimmt auch mal wieder passieren, dass ich das aufteilen muss, Verhandlung und Gerichtstermin. Mir ist es lieb, wenn ich eine Untersuchung und eine Verhandlung im selben Stream habe, ist das ideale Konzept. Wenn es aber so wie heute ist und sich dann auch keiner mehr findet, der sagt, oh ja, kommt sie durch, oder es halt oder aus anderen Gründen für mich halt nicht geht, dass ich das länger mache, dann will ich das trotzdem, und das ist ein Versprechen, zumindest so machen, dass das in derselben Woche stattfindet. Es findet in einer Woche, wenn es nicht in einem Stream passiert, findet es zumindest in derselben Woche statt, dass wir eine Untersuchung haben und eine Verhandlung. Und darauf kann man mich auch festnageln. Einziger Unterschied ist logischerweise, wenn wir das am Sonntagabend machen mit der Untersuchung, dann rutscht das in die nächste Woche, aber dann wird das so schnell wie möglich dann in der Woche. Also es vergehen keine 7 Tage zwischen der Untersuchung und dem Gerichtsprozess. Das ist hiermit versprochen. Dieses Versprochen wird nur aus gesundheitlichen Gründen gebrochen. So. Und mit dem Versprechen, dadurch, dass hier keiner im Chat sagt, das muss heute unbedingt sein, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Es war ich glaube, wirklich die längste Verhandlung mit fast 3 Stunden, mit fast 3 Stunden Untersuchung. Ich bin gespannt, wie sich das mit dem Rest dann ergibt. Und ja, ich mache dann Feierabend. Ich glaube, ich werde auch, nee, was heißt ich glaube, ich werde auch vor Sonntagabend nicht mehr zum Stream kommen, denke ich. Wenn doch, melde ich mich. Auf jeden Fall, das hat Vorrang. Wenn sich das irgendwie ergeben sollte, dass ich vorher Zeit habe, würde ich, glaube ich, Phoenix Wright vorziehen. Wenn ich halt irgendwie Samstag jetzt streamen sollte. Glaube ich zwar nicht, aber wenn, dann würde ich das vorziehen. Wir gucken mal. Auf jeden Fall der nächste Stream. Sagen wir es so, der nächste Stream, egal ob Samstag oder Sonntag, ist Phoenix Wright. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Und dann sage ich jetzt mal Feierabend. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich habe heute ein bisschen geschludert mit dem Vorlesen und mit dem Schauspiel. Ich versuche wieder besser zu machen beim nächsten Mal. Und jetzt sage ich danke fürs Zusehen. Genießt die State of Play oder nicht. Und ich wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.